Ja, herzlich willkommen in die Runde zu unserem Monitoring-Bericht. Die aktuellen Zahlen von ADAS sind jetzt draußen und wir freuen uns, die heute präsentieren zu können. Mein Name ist Sandra Abed, ich bin Beraterin bei ADAS und werde Ihnen eine kurze Technikeinführung geben. Und zwar wird es super, wenn alle Menschen, die gerade nicht sprechen, die Mikrofone ausschalten, damit wir keine Hintergrundgeräusche haben. Wir freuen uns, wenn Sie unter Ihrem Klarnamen teilnehmen. Wenn Sie Fragen zwischendurch haben, haben wir zwei AnsprechpartnerInnen, einmal Fragen Technik und einmal Fragen Inhaltliches. Und die können über den Chat erreicht werden. Den Chat erreichen Sie, also sehen Sie, wenn Sie mit der Maus ein bisschen sich hin und her bewegen. Quasi und dann erscheint unten eine Leiste und in der Mitte kann man den Chat dann ein- und ausschalten und da auch dann hineinschreiben und eben die Fragen stellen, technischer oder inhaltlicher Natur. Wir wollen nochmal ausdrücklich darauf hinweisen, dass diese Veranstaltung aufgezeichnet wird und ich übergebe jetzt an Alia Jegane. Ja, ich begrüße Sie auch alle ganz herzlich bei unserer Veranstaltung, bei unserem Fachgespräch zu unserem Monitoringbericht. Und ich möchte Ihnen kurz unseren Ablauf vorstellen, wie wir ihn geplant haben. Wir werden starten mit zwei Großwörtern, Großworten, Großwörtern. Einmal von unserer Bildungssenatorin und einmal von der Ombudsstelle des Landes LADG, Landesantidiskriminierungsgesetz Ombudsstelle. Nach den Großworten werden wir uns dann die zentralen Ergebnisse unseres Monitorings vorstellen. Und im Anschluss freuen wir uns, das dann auch direkt diskutieren zu können mit Gästen, die wir geladen haben, die uns dann verschiedene Perspektiven auf das Themenfeld auch nochmal einbringen, eröffnen. Wir haben die Elternperspektive vertreten, wir haben den Bildungssenat vertreten und die Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Die Gäste würde ich nachher nochmal vorstellen. Und im Anschluss haben wir dann Zeit für Fragen, Kommentare aus dem Publikum. Wir bitten Sie dazu, wie schon angekündigt wurde, unsere Chatfunktion zu nutzen. Genau, dann würde ich jetzt meiner Kollegin übergeben, damit wir mit den Grußworten starten können. Hallo und herzlich willkommen. An diesem Wochenende hat Deutschland 70 Jahre Grundgesetz gefeiert und ich finde völlig zu Recht, wir haben eine gute Verfassung, auch weil dort ganz klar drin steht in Artikel 3, jeder Mensch hat die gleichen Rechte, niemand darf benachteiligt werden. Im Alltag ist das leider nicht so klar und selbstverständlich. Viele Menschen, zu viele Menschen erleben Diskriminierung, auch schon Kinder, auch schon in der Kita oder auch in der Schule. Das ist eine schwere Last für die Betroffenen. Deshalb ist aktive Antidiskriminierung heute wichtiger denn je. Als Koalition haben wir in Berlin viel unternommen. Das Landesantidiskriminierungsgesetz ist bundesweit ein Meilenstein. 2016 habe ich in der Bildungsverwaltung die Stelle einer Antidiskriminierungsbeauftragten geschaffen. Wir bauen unsere Beschwerdestrukturen weiter aus und wir erweitern Hilfs- und Unterstützungsangebote. Der Staat hat ja aus meiner Sicht eine ganz klare Verpflichtung. Aber er kann nicht alles anbieten, was Betroffene benötigen. Antidiskriminierung braucht auch ein starkes zivilgesellschaftliches Engagement. Unabhängigkeit, Vertraulichkeit und Empathie helfen vor allem jungen Menschen, Diskriminierung nämlich zu melden und Unterstützung anzunehmen. Deshalb ist die Arbeit der Anlaufstelle Diskriminierungsschutz an Schulen so wertvoll. Das Motto von ADAS heißt ja: Du bist nicht der Fehler, meld dich, mach was. Die steigenden Fallzahlen machen deutlich, dass dieses Motto ankommt und dass die Lehrkräfte ebenfalls sensibler werden, wenn es um Benachteiligung und Diskriminierung geht. Dies und vieles Interessante mehr steht im Monitoringbericht für die Jahre 2018 bis 2020, der Ihnen heute vorgestellt wird. Dieses regelmäßige Monitoring ist unverzichtbar. Es hilft dabei, diskriminierende Strukturen in der Gesellschaft zu erkennen. Lücken in unserem Schutzsystem aufzuspüren und daraus wirksame Verbesserungen zu entwickeln. In Projekten wie ADAS bündeln sich der Wille vieler Menschen, die Gesellschaft besser zu machen und gerechter zu machen. Ich kenne noch viele gute Beispiele, ob iPad, Kiga, Gesicht zeigen oder auch die Fachstelle Queere Bildung.
Unsere Förderung hilft solchen Projekten dabei, ihre Angebote zu sichern und Abläufe zu professionalisieren. Das ist wichtig, wenn Projekte als Partner von Schulen gegen Diskriminierung arbeiten. Genauso wichtig ist das große Engagement der Menschen, die hier unermüdlich und mit viel Herzblut mitarbeiten, die ihre Zeit, ihre Ideen und ihre Initiativen einbringen. Ihnen gilt heute mein besonderer herzlicher Dank. Gemeinsam verfolgen wir das gleiche Ziel: weniger Diskriminierung und mehr Teilhabe an unseren Berliner Schulen. Ich wünsche Ihnen dabei weiterhin viel Erfolg und heute eine interessante und aufschlussreiche Veranstaltung. Ja, genau. Wir haben uns sehr gefreut über das schöne Grußwort von Frau Scheres, die leider nicht persönlich es sprechen konnte, es uns aber so vorher zuschicken konnte. Wir freuen uns auch sehr über das Grußwort von der LADG-Ombudsstelle, das wir jetzt persönlich hören werden. Frau Dr. Doris Liebscher, die Leiterin, musste leider absagen wegen einer Terminkollision. Aber wir freuen uns, Kathleen Jäger begrüßen zu können für dieses Grußwort. Die Regierungsrätin an der LADG-Ombudsstelle ist und die Stelle mit Frau Liebscher von Anfang an aufgebaut hat. Damit übergebe ich an Frau Jäger. Liebe Alia, liebes ADAS-Team, liebe Teilnehmende, ich freue mich ganz besonders, heute im Namen der Ombudsstelle und eben in Vertretung der Leiterin Dr. Doris Liebscher einige begrüßende Worte an Sie richten zu können. Die Ombudsstelle ist ja zuständig für das Landesantidiskriminierungsgesetz, welches Diskriminierung durch öffentliches Handeln verbietet. Und dazu gehört auch der Bereich Schule. Das LADG nimmt wichtige neue Diskriminierungsgründe mit auf, wie zum Beispiel Sprache, sozialen Status und chronische Krankheit, die im Bildungsbereich eine große Rolle spielen. In der Ombudsstelle haben wir die Ergebnisse des Monitoringberichts mit großem Interesse studiert. Und wir waren nicht überrascht zu lesen, dass Diskriminierung an Schulen ein weit verbreitetes Phänomen ist und leider den Lernalltag vieler SchülerInnen mitprägt. So eine wissenschaftliche Aufarbeitung, wie sie der Monitoringbericht bietet, ist aus unserer Erfahrung nach extrem wichtig. Denn auch wir als Ombudsstelle werden ständig gefragt, was sind eure Zahlen, wie viele Beschwerden habt ihr denn? Und im Bereich Schule hatten wir einige Beschwerden wegen rassistischer Diskriminierung, Wechselunterricht und mögliche Diskriminierung wegen des Lebensalters war ein Thema. Und kürzlich haben wir uns mit Schulanmeldeformularen beschäftigt, wo es darum ging, dass diese nicht nur Mutter und Vater bezeichnen, sondern auch weitere Familienkonstellationen erfassen müssen. Aber insgesamt müssen wir für den Bereich Schule sagen, dass uns im Vergleich zu anderen Lebensbereichen sehr wenig Beschwerden erreicht haben. Wir glauben aber nicht, dass es daran liegt, dass es keine Diskriminierung an Schulen gibt, sondern eher daran, dass die Bearbeitung von Beschwerden im Bereich Schule ein besonderes Vertrauensverhältnis mit der Beratungsstelle erforderlich macht. Und so ein Vertrauensaufbau dauert. Die meisten Fälle im Bereich Schule, die uns erreicht haben, kamen über SozialarbeiterInnen, über Beratungsstellen wie ADAS oder KIDS oder über Elternvertretung, also nicht von den betroffenen Personen selbst. Das zeigt uns, so Beratungsstellen wie ADAS sind absolut unabdingbar und eine gute Arbeitsteilung, die zum Beispiel so aussehen kann, dass die Ombudsstelle eine rechtliche Einschätzung bietet und die Prozessbegleitung durch ADAS gegeben wird, dass so eine Zusammenarbeit zielführend ist. In der Ombudsstelle sind wir aber auch der Meinung, dass die Infrastruktur im Bereich Antidiskriminierungsberatung in Schule noch weiter ausgebaut werden muss und unsere eigenen Erfahrungen zeigen, wie sinnvoll da auch unabhängige staatliche Beschwerdestellen mit klar formulierten Kompetenzen sind. Ich möchte mich auch an dieser Stelle im Namen der Ombudsstelle für die bisherige sehr gute Zusammenarbeit mit ADAS bedanken. Und freue mich nun sehr auf die Veranstaltung. Ich sage ganz kurz, ich muss mich leider zwischendurch einmal kurz ausklinken, aber ich bin dann spätestens bei der Diskussion mit den Gästen wieder dabei und freue mich sehr, dass ich heute dabei sein kann. Ja, ganz herzlichen Dank, liebe Kathleen, für die schönen Worte. Und wir würden direkt einsteigen in die Darstellung unseres Berichts. Da wir jetzt nicht davon ausgehen können, dass allen unsere Arbeit bekannt ist, würde ich erstmal noch mal ein paar Worte über ADAS selber sagen, wer wir sind, was wir machen.
Wir sind, haben uns als ADAS, Anlaufstelle für Diskriminierungsschutz, als unabhängig horizontal arbeitende Anlauf- und Beratungsstelle für Diskriminierungsfälle an Berliner Schulen horizontal arbeitend, weil wir zu allen Diskriminierungsmerkmalen arbeiten, gegründet oder gestartet bei der Bildungsorganisation LIFE, Bildung, Umwelt, Chancengleichheit, im Jahr 2016 als Modellprojekt. Seit diesem Jahr freuen wir uns, dass wir nicht mehr Modellprojekt sind, sondern durch das Land Berlin gefördert werden und bestehen. Unser Team besteht, einige haben Sie vielleicht auch schon gesehen, also in den Bildern neben mir, aus Sabine Gauck, die für das Monitoring da ist, Sandra Arbeck und Amine Taschten, unsere beiden Beraterinnen, und Marlene Pfau, die für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Wir sind alle mehr oder minder hier im Hintergrund jetzt nicht zu sehen, aber beteiligt. Und darum war es mir wichtig, die Namen auch nochmal genannt zu haben, wenn jetzt auch nicht alle Kolleginnen sogar sichtbar es präsentieren. Genau, sind wir alle unsichtbar an irgendeiner Stelle im Hintergrund tätig. Was sind unsere Aktivitäten, wie dem aus dem Namen schon schließen lässt? Die Hauptaktivität, die Beratung, Unterstützung und Begleitung von betroffenen Personen, von den Eltern und Schülerinnen in Schulen. Das heißt Beratung, Unterstützung, Begleitung, Empowerment im ganzen Prozess. Am Beispiel konkreter Fälle werden wir vielleicht auch dazu, wenn Sie da auch nochmal einen Eindruck von bekommen im späteren Verlauf. Das ist, was uns hauptsächlich erfüllt. Darüber hinaus versuchen wir aber auch mit Information und Fortbildung von den Schulen und Schulakteurinnen und Elternvertretungen und Schulvertretungen drumherum zur Seite zu stehen. Wir haben einen Leitfaden, der gut genutzt wird, herausgegeben mit regelmäßigen Rundbriefen. Wir haben auch Rechtsexpertisen in Auftrag gegeben, aber das werden wir ja dann bald nicht mehr machen müssen, weil wir jetzt die Ombudsstelle haben, sage ich mal. Und dann versuchen wir natürlich immer wieder mit Infoveranstaltungen und Fortbildung das Angebot, die Anlaufstelle bekannt zu machen und das Thema Diskriminierungsschutz qualifiziert in Schulen zu verankern und arbeiten in dem Kontext auch mit anderen Akteuren in der Stadt jetzt zum Thema diskriminierungskritische Schulentwicklung. Den Monitoring-Bereich werden wir jetzt auch noch, sage ich mal, professioneller gestalten können, weil wir da jetzt eine zusätzliche ab diesem Jahr Finanzierung haben und Sabine Gauck auch in diesem Kontext zu uns dazugekommen ist im Team. Und waren bis jetzt aber auch schon in kleinem Umfang tätig und haben kleine Umfragen gestaltet. Auf eine möchte ich an dieser Stelle nur hinweisen. Wir haben eine Befragung mit muslimischen SchülerInnen in Berlin gemacht, deren die Ergebnisse dazu wollen wir im Herbst vorstellen. Diese Umfrage haben wir auch noch mit externen Partnern zusammen gemacht. Genau. Es könnte viel zu sagen sein zum Thema rechtliche Diskriminierungsverbote in Berlin, da wir da jetzt an einer ganz besonderen Stelle stehen, bundesweit. Ich möchte aber gar nicht viel sagen, weil das wäre ein großes Thema und da würden wir wozu natürlich dann auch Juristinnen besser Auskunft geben können. Aber einen kurzen Überblick wollte ich gerne doch noch bringen. Zum einen vielleicht, was uns immer wichtig ist, deutlich zu machen, ist, dass Diskriminierungsverbote nicht Rechte sind, die als zusätzliches oben aufkommen, sondern aus einer menschenrechtlichen Perspektive ein Strukturprinzip darstellen und sich durchziehen. Entsprechend finden wir sie auch in allen Menschenrechtskonventionen, im Europarecht und in unserem Grundgesetz fest verankert. Wie Kathleen schon hingewiesen hat, haben wir jetzt das und genau, wofür sie ja auch steht, das Landesantidiskriminierungsgesetz, was für Schule eine ganz besondere Bedeutung hat. Und wir feiern jetzt ja auch sozusagen das Jubiläum und werden, das wird uns jetzt viel begleiten und eine ganz andere Perspektive im Land Berlin bringen, um Antidiskriminierung besser voranzubringen. Und spielt auch eine große Rolle, das sei an der Stelle nochmal gesagt, auch wenn es nicht darum geht, Klage zu erheben, sondern einfach in der Rechtssicherheit, in diesem ganzen vorrechtlichen Raum, in dem wir auch tätig sind. Darüber hinaus ist auch nochmal darauf hingewiesen, dass es eine Änderung
Berliner Schulgesetz gab, in dem jetzt auch unter anderem zentral bei den Bildungszielen das Diskriminierungsverbot verankert ist. Aber darüber hinaus sind wir in Berlin auf der Ebene auch gut ausgestattet durch den Rahmenlehrplan Berlin-Brandenburg, in dem an verschiedenen Stellen als ein Querschnittsthema der Diskriminierungsschutz verankert ist im Bereich der Inklusion, Grundsatzinklusion sowie der fächerübergreifenden Kompetenzentwicklung. Das sei an dieser Stelle nur kurz vermerkt. Ich möchte jetzt an der Stelle dann übergeben zur Darstellung unseres Berichts und unserer Ergebnisse und an meine Kollegin Sabine. Ja, auch von meiner Seite ein ganz herzliches Hallo, eine freundliche Begrüßung. Ich möchte Ihnen im Folgenden die Ergebnisse der Auswertung der Diskriminierungsdaten von 2018 bis 2020 darstellen. Jetzt habe ich so schön für meine Kollegin durch die geklickt, aber jetzt funktioniert es auch bei mir. Genau, die Diskriminierungsmeldungen aus den Jahren 2018 bis 2020 stellen wir Ihnen mit einem Ziel dar, nämlich das Wissen zu verankern, dass Diskriminierungen keine singulären Ereignisse sind, weder in ihrer Erstehung noch in ihrer Quantität noch in ihren Ursachen. Und wir wollen diese Perspektive jetzt mit Blick auf die Schule und anhand der Daten, die wir aus unseren Melde- und Beratungsdokumentationen haben, konkretisieren. Wir haben dafür drei Befunde formuliert, die wir aus den Auswertungen ableiten konnten. Der erste Befund ist, dass wir in Schulen, das wurde schon gesagt, eine Quantität an Diskriminierungen gemeldet bekommen, mit der wir sagen können, dass Schulen in Berlin ihre Aufgabe des Diskriminierungsschutzes verletzen. Wir konnten zweitens aus unseren Daten Muster ablesen, und zwar Muster über strukturelle Probleme im Diskriminierungsschutz. Drittens haben wir gesucht nach sogenannten intersektionalen Mustern. Das heißt, wir haben ein Verständnis von Diskriminierung, das aus einer Kombination aus spezifischen Diskriminierungskategorien besteht und erst dadurch sich spezifische Diskriminierungsrisiken und auch besonders vulnerable Gruppen ableiten können. Auch hier wollen wir Ihnen zwei Befunde darstellen. Fangen wir an mit der Frage des Diskriminierungsschutzes. Hier sind die Diskriminierungsmeldungen von 2017 bis 2020 abgebildet. Das heißt, wir haben noch ein Jahr dazugenommen, um den Verlauf besser darstellen zu können. Sie sehen ganz oben in grün die Meldungen gesamt. Die setzen sich zusammen aus einmal den Beratungen, also den tatsächlichen Begleitungen, Beratungen und den sogenannten einfachen Meldungen. Das sind Meldungen, bei denen die Betroffenen oder die Diskriminierung melden, keine weitere Beratung wünschen. Sie sehen, in der Beratung haben wir 2017 mit 44 Fällen sozusagen gestartet und sind in den 4 Jahren dann auf 84 Fälle im Jahr 2020 angestiegen. Also es gab eine Verdoppelung der Beratungsfälle. Jetzt ist es an der Stelle ganz wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, dass wir hier eben über Melde- und Beratungsdaten sprechen und man aus diesem Anstieg nicht interpretieren kann, dass die Diskriminierungen in Berlin zugenommen haben, sondern nur, dass eben die Meldungen zugenommen haben. Frau Jäger hat es gesagt, dafür braucht es einen Aufbau an Vertrauen, an auch Bekanntheit. Und wir freuen uns, dass unser Angebot immer stärker wahrgenommen wird. Weil diese Aussage, dass Meldedaten, Beratungsdaten keine Diskriminierungsdaten sind, besonders wichtig ist, auch für die Interpretation der weiteren Darstellung, möchte ich es einmal nochmal, auch wenn viele das von Ihnen wissen, nochmal ganz deutlich machen, dass die Repräsentativität, hat Frau Jäger auch schon gesagt, natürlich auch dadurch nicht gegeben ist, dass wir von einer großen Dunkelziffer ausgehen müssen. Das heißt, nicht alle, die Diskriminierung in der Schule erfahren, melden diese auch. Ganz kurz vielleicht nochmal, weil das
für die Schule nochmal dekliniert werden kann, sozusagen diese Dunkelziffer. Diskriminierung finden generell in einer Machtasymmetrie statt, in einem asymmetrischen Machtverhältnis, das in der Schule auch dadurch gekennzeichnet ist, dass durch die Schulpflicht sozusagen ein Zwangsverhältnis der Anwesenheit zwischen Diskriminierenden und Betroffenen gegeben ist. Das heißt, ein Schulkind, das diskriminiert wird, muss trotzdem jeden Tag zur Schule gehen, 5 Tage die Woche. Und die Beziehungen bzw. die Gruppenkonstellationen in der Schule sind eben auf Langfristigkeit ausgelegt. Das heißt, der Klassenverband bleibt über mehrere Jahre normalerweise erhalten und auch die Beziehung zu den LehrerInnen, zu den Fach- sowie zu den KlassenlehrerInnen ist normalerweise auf mindestens 2 Jahre ausgelegt. Das heißt, wir haben in diesem asymmetrischen Machtverhältnis auch in der Schule nochmal eine ganz spezifische Situation, die Erklärung dazu beiträgt, warum wir hier von einer wahrscheinlich größeren Dunkelziffer ausgehen müssen. Ein zweiter Punkt, der auch dazu gehört, Frau Jäger hat ihn auch genannt, es gibt außer ADAS natürlich auch andere Stellen, an denen Diskriminierungen gemeldet werden. Wir haben in Berlin das Glück, dass wir ein ganz breites Angebot auch an Selbstorganisationen zum Beispiel haben, in denen Diskriminierungen gemeldet worden sind oder gemeldet werden können, gemeldet worden sind, Unterstützung erfahren werden kann. Und dadurch haben wir hier bei ADAS eben einen sehr spezifischen Ausschnitt der Diskriminierungsmeldungen. Damit Sie das sozusagen im Hinterkopf behalten können für die weiteren Ausführungen, habe ich Ihnen hier das Symbol des Spotlights mitgebracht, das daran erinnert, dass wir hier eben einen spezifischen, vielleicht auch einen verzerrten Ausschnitt der Diskriminierungsrealität darstellen. Was wir ganz sicher sagen können, worüber wir sicher reden können, ist über die Daten, die wir haben. Wir haben in den Jahren 2018 bis 2020 269 Diskriminierungen von SchülerInnen gemeldet bekommen und darüber hinaus 4 Meldungen über Diskriminierung von Auszubildenden, die ebenfalls, wenn sie in die Berufsschule gehen, in das Einzugs- oder in die Bezugsgruppe von ADAS gehören. Schulische Diskriminierung betrifft nicht nur SchülerInnen, sondern generell das gesamte Schulpersonal. Wir haben außerdem also 12 Meldungen bekommen von Lehrkräften, die selbst diskriminiert worden sind. Damit haben wir also eine Grundlage von 289 Fällen hier bei ADAS, mit denen wir sagen können, dass in diesen 289 Fällen der Diskriminierungsschutz in Berlin nicht funktioniert hat. Wir wollen das uns ein bisschen genauer anschauen, mit der Frage, ob der Diskriminierungsschutz möglicherweise nur in einzelnen Schulformen versagt. Und Sie sehen hier im Schaubild die einzelnen Schulformen und die prozentualen Anteile der Diskriminierungsmeldungen bei ADAS. Und Sie sehen, dass zumindest alle Schulformen vertreten sind, also es keine Ausnahmen in dieser Perspektive gibt. Sie sehen auch, dass Grundschulen besonders stark vertreten sind. Meldungen aus den Grundschulen machen 61% aus. Die weiterführenden Schulen sind mit ungefähr 20% etwas weniger vertreten. Die Förder- und die Gemeinschaftsschulen ganz schwach. Hier sehen Sie also unseren Scheinwerfer, in dem eben bestimmte Schuldiskriminierungen deutlicher hervortreten als andere. Man könnte sich auch fragen, ob fehlender Diskriminierungsschutz sich nur auf bestimmte Stadtbezirke bezieht. Auch hier können wir sagen anhand unserer Daten, dass Diskriminierung in Schulen in allen 12 Stadtbezirken Berlins stattfinden. Als nächstes ist es interessant, sich die TäterInnen anzugucken. Mit einem Blick in das Schulgesetz von Berlin sehen Sie, dass das Schulpersonal beauftragt ist, eine diskriminierungsfreie Bildung in der Schule zu ermöglichen. Und damit müssten wir hier sozusagen erwarten, dass wir nur Diskriminierungen von MitschülerInnen sehen. Tatsächlich ist es aber so, dass zumindest in unseren Meldedaten die Diskriminierungen durch SchülerInnen nur knapp 25, also
Prozent, also ein Viertel ausmachen und der weitaus größere Anteil durch sogenannte schulische Professionelle stattfindet. Wir haben diesen Begriff schulische Professionelle geprägt, um auf den qualitativen Unterschied in diesen beiden Diskriminierungen deutlich zu machen, darauf hinzuweisen, dass sie sozusagen nicht in einen Topf der TäterInnen geschmissen werden können, weil die sogenannten schulischen Professionellen, ich hatte gerade darauf hingewiesen, schon mit dem Berliner Schulgesetz dazu verpflichtet sind, vor Diskriminierung zu schützen. Damit sollten also Diskriminierungen von Schulleitungen, Lehrkräften und SchulsozialarbeiterInnen nicht vorkommen. Sie sehen unten in Lilla noch die kleine Gruppe der anderen nicht schulisch professionellen TäterInnen. Das sind zum Beispiel Diskriminierungen von Eltern, von MitschülerInnen. Alle Diskriminierungen, die wir hier darstellen, sind Diskriminierungen nach dem LADG. Das heißt, es sind Ungleichbehandlungen, die Bezug nehmen auf eine der im LADG festgeschriebenen Diskriminierungskategorien. Im folgenden Schaubild hier sehen Sie auf der linken Seite auf der Skala die Kategorien des LADG. Und Sie können sozusagen, wenn Sie von oben nach unten lesen, feststellen, dass diese Kategorien nicht zufällig gewählt worden sind, sondern dass es Kategorien sind, die an wirkmächtige Ungleichheitsvorstellungen, Ungleichheitsstrukturen in Deutschland anknüpfen und diese Diskriminierung, die wir hier feststellen, sozusagen als Phänomene einer rassistischen, einer antisemitischen, einer ableistischen, einer klassistischen, einer sexistischen und einer heteronormativen Gesellschaft interpretiert werden können. Wenn Sie schnell im Kopf rechnen sind, sehen Sie auch, dass wir es hier nicht mit den 189 Fällen zu tun haben, sondern dass wir in unseren Daten Fälle haben, die mehrfach diskriminiert worden sind und Fälle, in denen es eben eine Kombination aus verschiedenen Diskriminierungsmerkmalen gibt, sodass hier die Gesamtfallzahl mehr als 100, als die 189 Fälle sind. Sie sehen auch hier nochmal unser Spotlight sozusagen. Sie können sich von oben nach unten so einen Kreis vorstellen, der nicht beleuchtet ist, sozusagen ein umgedrehtes Spotlight. Sie sehen, dass wir eine bestimmte Form der Diskriminierung häufig gemeldet bekommen und andere Formen weniger, bei denen wir sicher aber davon ausgehen, dass sie an anderen Meldestellen zum Beispiel stärker vertreten sind. Ich möchte auf die Diskriminierungskategorie nochmal eingehen, die bei uns häufig gemeldet wird, nämlich die rassistischen Diskriminierungen, um nochmal die Zahl anders zu interpretieren. Wir sehen im LADG eine spezifische Trennung zwischen einzelnen Diskriminierungskategorien, die rechtlich sicher Sinn macht, um die Diskriminierung greifen zu können. Wir wollen an der Stelle nochmal darauf hinweisen, dass nicht nur die zugeschriebene ethnische Herkunft zur rassistischen Diskriminierung gezählt werden sollte, sondern dass wir auch in der Gruppe der Diskriminierungskategorie Religionszugehörigkeit rassistische Diskriminierung ausmachen können. Das heißt, der größere Teil dieser Diskriminierungen in der Kategorie Religionszugehörigkeit sind bei uns Diskriminierungen von Musliminnen oder zu gelesenen Musliminnen und zeigen Strukturen und Muster eines antimuslimischen Rassismus. Dazu gehören auch Diskriminierungen in der Kategorie Sprache, weil auch hier sozusagen rassistische Unterscheidungen zwischen Sprachen getroffen werden und damit zum Beispiel das Türkischsprechen auf dem Schulhof verboten wird und nicht das Englischsprechen. Rechnen wir also die Fälle aus diesen einzelnen Diskriminierungskategorien zusammen, dann kommen wir zum Ergebnis, dass 95,5% der gemeldeten Diskriminierungen bei uns rassistische Diskriminierungen sind.
Kommen wir als nächstes zur Perspektive der Muster auf der strukturellen Ebene. Wir haben uns zum einen angeschaut, wie lange die Dauer ist, bis die Betroffenen sich bei uns melden. Das heißt, die berichten in der Beratungssituation über die bisherigen Geschehnisse und wir können dadurch dokumentieren, wie lange die Diskriminierungssituation schon angehalten hat. Und Sie sehen auch hier ein deutlicher Kontrast zur Idee von Diskriminierung als singuläre Ereignisse, dass ein einmaliges Vorkommen und damit Abschluss der Diskriminierungssituation nur in 35% der Fälle bei uns stattgefunden hat und dass der allergrößte Teil der Betroffenen schon eine längere Diskriminierungssituation aushält, also mit 12% eine bis mehrere Wochen andauern und im allergrößten Teil eben über die Hälfte erleben Diskriminierungssituationen, die schon ein bis mehrere Monate andauern. Ja, unsere Interpretation, dass das ein deutlicher Hinweis darauf ist, dass der Diskriminierungsschutz in den Schulen, zumindest in den gemeldeten Fällen, nicht funktioniert hat, weil auch dazu gehört, dass die Betroffenen oftmals schon selbst aktiv geworden sind, versucht haben, die Diskriminierungssituation mit der Schule zu lösen und praktisch erst nach einer längeren belastenden Diskriminierungssituation sich bei uns melden. Hier ist also viel Information, die wir weiter verfolgen wollen, über problematische bis nicht funktionierende Diskriminierungsstrukturen. Eine nächste Perspektive ist, dass wir nochmal geschaut haben, auf welchen Ebenen Diskriminierungen stattfinden. Hier sehen Sie in diesem türkisenen Kreis die 73 Meldungen von Diskriminierungen, in denen SchülerInnen durch MitschülerInnen diskriminiert worden sind. Und von diesen 73 Fällen gibt es nochmal 24, die nicht nur von den MitschülerInnen, sondern auch von schulischen Professionellen diskriminiert worden sind. Hier sehen wir also das Versagen des Diskriminierungsschutzes auf zwei Ebenen und können feststellen oder uns zumindest vorstellen, dass damit Schule für die Betroffenen nicht mehr zu einem Schutzraum, sondern zu einem Ort sozusagen geworden ist, an denen Verletzungen stattfinden. Das macht auch den qualitativen Unterschied, dass indem die Diskriminierung von den Mitschülern in den Fällen nicht sanktioniert worden ist und gleichzeitig von Professionellen, also Lehrkräften zum Beispiel, Diskriminierungen beobachtet werden können, Diskriminierung sozusagen legitimiert werden und gleichzeitig Ungleichheits- oder zweiwertiges Wissen verfestigt und internalisiert werden kann. Hier ist also auf Ebene der Schulkultur und vor allem auch der Schulsozialisation ein deutliches Problem erkennbar. Wenn wir sehen, dass LehrerInnen zu TäterInnen werden oder anders formuliert, der schulische Diskriminierungsschutz in den gemeldeten Diskriminierungen ausfällt, dann ist die Frage, wie kommt es dann zu einer Bearbeitung der Diskriminierungssituation? Und wir können da anschließen an die Erfahrungen oder die Meldungen bei Frau Jäger, dass auch bei uns die Selbstmeldungen einen relativ geringen Anteil ausmachen. Sie sehen, 6,8% sind SchülerInnen, die sich selbst melden und 3,6% LehrerInnen, die sich selbst melden. Also nur knapp 10%. Der allerwichtigste Akteur sozusagen in der Meldung und dann aber auch Begleitung und Bearbeitung von Diskriminierungen sind Eltern, die eine ganz bedeutende Rolle sozusagen in der Architektur des Diskriminierungsschutzes spielen. Wie gesagt, eben nicht nur in der Meldung, sondern dann auch in der Begleitung der Diskriminierung und werden in dieser Funktion tatsächlich oft auch selbst zur sogenannten vulnerablen Gruppe. Das heißt, sie erleben Viktimisierung, also in der Bearbeitung der Diskriminierungssituation eigene Diskriminierungen
die Situation sozusagen noch mal auf einer weiteren Ebene zu einer riesigen Belastung machen. Ein weiterer Akteur, der hier auch noch drin steckt, sind die professionellen externen Multiplikatoren, die, wie wir sie genannt haben, also die ganz wichtige Zusammenarbeit auch zwischen den einzelnen Anlauf- und Unterstützungsstellen, in dem durch Verweisberatungen zum Beispiel Fälle an die einschlägige Stelle weitergeleitet werden und auch hier sozusagen ein wichtige Struktur, wichtige Akteure des Diskriminierungsschutzes versteckt sind. Was wir uns auch angeguckt haben, ist die Anzahl der Betroffenen. Sie sehen, dass in 55%, also einer guten Hälfte, die Diskriminierungssituation zwischen zwei Akteuren stattfindet, dem Diskriminierenden und dem Betroffenen. Und dass wir aber in der kleineren Hälfte eben eine Diskriminierungssituation haben, die über diese direkte persönliche Beziehung hinausgeht und sozusagen über Personal strukturiert ist. Und darin stecken dann auch Fälle, die verallgemeinerbare Ungleichheitsvorstellungen anknüpfen. Das machen die anderen auch, aber an der Stelle können wir sie tatsächlich auch nachweisen, indem zum Beispiel es eine Abwertung gegenüber einer ganzen Gruppe formuliert wird, also zum Beispiel geflüchtete SchülerInnen beleidigt werden und damit an übergeordnete Denkmuster angeschlossen wird. Gleichzeitig haben wir in der Gruppe auch überpersonale Diskriminierung im Sinne von institutioneller Diskriminierung, also zum Beispiel durch Kopfbedeckungsverbote in der Schule. Und wir haben die dritte Gruppe, der eigentlich durch das Schulrecht untersagten Diskriminierungen, nämlich Diskriminierung durch diskriminierendes Schulmaterial und Unterrichtsmaterialien. Dann kommen wir zum dritten Befund, nämlich der Frage nach intersektionalen Mustern bzw. der Beschreibung von besonders vulnerablen Gruppen. Wir haben zwei geschlechtsspezifische Diskriminierungsmuster in unseren Daten gefunden. Die erste Überschneidung im Sinne der Intersektion, also des Schnittpunktes, passiert zwischen den Meldungen in der Kategorie Religion und hier einmal in grün abgebildet und den Meldungen mit dem Geschlecht weiblich. Und Sie sehen, dass in der Überschneidung dann 41 Fälle rauskommen, die genau in dieser Kombination diskriminiert worden sind. Und wir können nochmal auch einen genaueren Blick auch auf diese Gruppe werfen, weil wir in unseren Daten Angaben haben, was der genaue Bezug der Diskriminierung war. Und Sie sehen es hier aufgeschrieben. Wir haben einen großen Teil, nämlich 29 Fälle, die mit Bezug zum Kopftuch diskriminiert worden sind, also die Diskriminierung mit Bezug zum Kopftuch stattgefunden hat. Und wir interpretieren diese Form der Diskriminierung zusammen mit anderen Diskriminierungen, die gegenüber MuslimInnen bzw. so gelesenen Menschen stattfinden, als eine Form des antimuslimischen Rassismus, die sozusagen kulturell begründet, genau genommen keine Diskriminierung aufgrund der klaren Religionszuschreibung, sondern damit zusammenhängenden Vorurteilen sind. Jetzt habe ich mich ein bisschen verhaspelt an der Stelle. Ich komme wieder zurück zu dem, was ich eigentlich sagen will, nämlich dass wir praktisch das eine Muster der geschlechtsspezifischen Diskriminierung in Bezug auf Mädchen haben. Und wir haben eine zweite Form, die betrifft diesmal die Jungen und bezieht drei Merkmale zusammen. Das erste ist also das männliche Geschlecht. Das zweite ist es
sind Diskriminierungsmeldungen aus der Grundschule und die ergeben zusammen mit den rassistischen Diskriminierungen eine Gruppe von 65 Schülern in der Grundschule. Und auch hier können wir nochmal eine genauere Beschreibung der Diskriminierung angeben. Und zwar zeichnet sich das durch die Beratungen, die dann stattfinden, ab, dass es vorwiegend schwarze oder türkisch oder arabisch gelesene Jungen sind und dass diese problematisiert werden im Sinne von schwierige Schüler. Was dann passiert in vielen Situationen ist, dass die Lehrkraft nicht mehr ihre pädagogischen Möglichkeiten ausschöpft, sondern mit unverhältnismäßigen Sanktionierungen auf Situationen reagiert wird. Sie haben im Anschluss sicher noch Möglichkeiten, nochmal auf den antimuslimischen Rassismus einzugehen, den ich jetzt nicht ordentlich erklärt habe. Ich möchte an der Stelle aber abgeben an meine Kollegin Sandra Abed, weil wir Ihnen diese Diskriminierungsfälle mit den intersektionalen Mustern nicht nur anhand von Zahlen darstellen wollen, sondern auch anhand von zwei Falldarstellungen. Ja, vielen Dank, Sabine. Ja, wir als Beraterin sind hier vor Ort und ich muss ganz persönlich sagen, wenn wir einen Fall dieser Kategorie in Anführungszeichen schwierigen Jungen haben, dann wird uns immer ein bisschen heiß, weil das oft sehr, sehr herausfordernde Beratungsfälle sind, weil eben genau da pädagogische Mittel oft gar nicht von der Schule angewandt werden, sondern sehr schnell in die Argumentation geht. Aber hier eine Skizze von einem Fall. Und zwar ist es ein Zweitklässler, der ist sehr aktiv. Er heißt Hamoudi. Er hat gute Noten und lernt sehr schnell. Aber von der Klassenlehrerin gibt es immer wieder Beschwerden. Er sei zu laut, zu lebhaft, er halte sich nicht an Regeln und wäre häufig in Raufereien verwickelt. Beim letzten Elterngespräch haben die Eltern dann fast nur noch Beschwerden gehört. Und besonders intensiv ging die Lehrerin auf den Erziehungsstil der Eltern ein. Sie machte kulturalisierende stereotype Bemerkungen, wie zum Beispiel, sie sollen ihr Kind nicht wie einen König behandeln, nicht zu sehr verwöhnen. Und die Eltern fühlten sich sehr in Rechtfertigungsdruck oder spürten diesen Rechtfertigungsdruck und haben immer wieder erklärt, dass sie sehr wohl Regeln zu Hause haben, dass er zwar lebhaft sei, aber sie ihn da versuchen gut zu unterstützen und dass er ja auch sehr gut in der Schule sei und sogar in Mathe schon ein Heft weiter wäre, dass das ja auch mindestens gesehen werden solle. Die Lehrerin sagt am Ende des Gesprächs, wenn sich sein Verhalten nicht bald bessere, dann müsse sie andere Register ziehen. Eine Woche später erhielt dann die Familie einen Anruf, und zwar am Vormittag, und sie sollten ihren Sohn sofort in der Schule abholen. Der Vater eilte zur Schule und fand seinen Sohn dann vor dem Sekretariat. Er fragte, was passiert sei, und sein Sohn sagte ihm, dass er mit seinem Freund gespielt hätte, der wäre gefallen und hätte nach dem Sturz dann geblutet. Die Lehrerin betonte aber im darauffolgenden Gespräch, dass dem nicht so sei. Hamoudi hätte den Jungen absichtlich und viel zu stark geschubst und er stelle eine Gefahr für die anderen Kinder dar. Leider folgten zwei weitere Situationen, die so ähnlich waren, und jedes Mal musste Hamoudi abgeholt werden. Die Eltern fühlten sich immer ohnmächtiger, weil sie ja auf die Situation in der Schule keinen Einfluss und auch keinen wirklichen Einblick hatten und fühlten sich vorverurteilt. Hamoudi wird auch zu Hause immer unausgeglichener und er sagt häufiger, dass seine Lehrerin ihn hasst und dass er nicht mehr gerne zur Schule gehen möchte. Auch fiel den Eltern auf, dass das Fehlverhalten von anderen Kindern, dass mit dem anders umgegangen wurde. So hat zum Beispiel ein Mitschüler Hamoudi in den Arm gebissen. Dieser Mitschüler wurde von der Lehrerin gerügt. Hamoudi musste sich ein Eispäckchen aus dem Sekretariat holen, aber ansonsten wurde der Unterricht fortgesetzt und am Ende des Schultages gab es eine kleine Notiz für die Eltern. So, und an diesem Punkt hat sich die Familie an uns gewandt, damit wir sie zu den künftigen Gesprächen begleiten können.
Der zweite Fall, den ich skizzieren möchte, ist zum Thema Kopftuchverbote. Hier war es so, dass sich zwei ElternvertreterInnen, sehr engagierte, die schon seit vielen Jahren an der Schule sich einbrachten, bei uns gemeldet haben. Und zwar gab es immer wieder Diskussionen zum Thema Kopftuch. Ihre eigenen Kinder waren nicht betroffen, aber sie wollten gerne eine Klärung. Und zwar in der Hausordnung gab es einen Eintrag, und der hieß: Das Tragen von Kopfbedeckung jeglicher Art, in Klammern Kopftuch, Mütze, Käppi, Kippa oder Ähnliches, ist in den Schulgebäuden für Schüler und Angehörige der Schule untersagt. Und sie wollten das gerne zur Diskussion stellen. Und zwar war es so, dass es schon in der Vergangenheit allerdings, nicht aktuell, als sie sich an uns wandten, mehrere Mädchen gab, die, ich sag mal, versucht haben, ein Kopftuch zu tragen. Sie erzählten dann von einer Drittklässlerin, die plötzlich mit Kopftuch in die Schule kam. Und die Lehrerin forderte sie auf, dieses sofort abzusetzen. Sonst dürfe sie nicht mehr im Unterricht teilnehmen. Das Mädchen sagte, dass sie das aber tragen wollte und setzte es nicht ab. Und dann hat die Lehrerin sie umgesetzt. Sie musste sich an einen Einzeltisch sozusagen am hinteren Ende der Klasse wurde sie gesetzt. Und die Lehrerin hat ihr angedroht, dass sie sie in Zukunft, wenn sie sich melden würde, nicht dran nehmen würde. Also das war jetzt ein Beispiel. Die Eltern haben uns von mehreren erzählt. Und parallel fand dann noch ein Schulentwicklungsprozess, initiiert von der Schule selbst, statt. Die Kinder sollten gelebte Demokratie erleben. Uns wurden halt viele gemeinsame Prozesse diskutiert, unter anderem eben auch die Hausordnung. Und da war es so, dass sich alle SchülerInnen und ein Großteil der Eltern und des Kollegiums dafür eingesetzt haben oder bei der Abstimmung dafür gestimmt haben, dass eben diese Regelung des Kopfbedeckungsverbotes gestrichen wird, aber die Schulleiterin setzte sich dafür ein, dass dies bleiben sollte und hat das dann auch so beibehalten. Und an diesem Punkt wandten sich die Elternvertreterinnen an uns, um eben das nochmal zu diskutieren und gegen dieses Verbot dann auch vorzugehen. Das war es zur Skizzierung erstmal, und ich gebe wieder ab. Vielen Dank. Ja, die Übergabe geht weiter an mich. Vielen Dank. Wir haben auf der Grundlage unserer Erfahrung, der zahlenmäßigen Auswertung, unserer Beratungserfahrung nun auch versucht, ein paar Empfehlungen zu geben. Sie können sich vorstellen, das ist schwierig, weil es in dem Themenfeld einfach sehr viele Ansatzpunkte gibt auf ganz verschiedenen Ebenen der Schule. Darum haben wir uns mit unseren Empfehlungen nur auf die Ebene, die organisationale Ebene bezogen, auf die sich ja auch Frau Scheres schon bezogen hat, nämlich wir sind sehr gut ausgestattet, wir haben viele AkteurInnen in Berlin in dem Themenfeld, und der Fokus der Empfehlung liegt jetzt sozusagen darauf, was wir vor dem Hintergrund unserer Erfahrungen uns als konstruktiv und positiv zur weiteren Etablierung einer sogenannten Antidiskriminierungsarchitektur für Schulen gut vorstellen können. Das eine ist natürlich ein zentraler Punkt, der schon länger aufliegt. Wir werden auch immer gefragt, das ist das Thema Neubesetzung der Stelle, die ja, auf die auch Frau Scheres verwiesen hat, geschaffen wurde im Bildungssenat. Wir haben mit den vorherigen StelleninhaberInnen sehr eng zusammengearbeitet und wissen darum, wie wichtig das ist, dass diese Stelle, einfach diese fachliche Zuständigkeit im Bildungssenat vorhanden ist. Vor dem Hintergrund ist ja auch nochmal die diskriminierungskritische Qualifikation zu nennen, die ja auch studiert war und die für Top-Down für die Schulpersonal vorgesehen war und dadurch auch zum Halten gekommen ist. Ein weiterer wichtiger Punkt ist für uns die Umsetzung dessen, was im LADG jetzt als Orientierung vorgegeben ist, nämlich Verwaltungen sind jetzt aufgefordert, für ihren Bereich eine Kultur der Wertschätzung von Vielfalt als Leitprinzip umzusetzen. Und ganz wesentlich gehört dazu auch die Identifikation der Diskriminierungsrisiken im eigenen
im eigenen Verwaltungsbereich. Das wäre natürlich für den Bildungsbereich das, was wir versuchen, mit unserem Monitoring sozusagen selektiv einzuwirken. Und da sehen wir nochmal im besonderen Fokus, jetzt so eine Antidiskriminierungsstrategie für den Schulbereich auf den Weg zu bringen. Dazu gehört auch ganz wesentlich die Konsolidierung. Frau Scheres hat ja auch darauf hingewiesen, es braucht ganz viele Akteure auf staatlicher Seite, Verwaltungsseite sowie zivilgesellschaftlicher Seite. Wir haben in Berlin jetzt vom Land Berlin neben uns, also wir haben zwei Stellen finanziert, die fokussiert sind auch auf Schule. Neben uns gibt es noch Kids. Und es wäre jetzt wichtig, diese Struktur sowie die auch die Zusammenarbeit mit den anderen Stellen zu konsolidieren, finanziell abzusichern, um so eine Zusammenarbeit, eine dauerhafte mit Schulen gut zu etablieren. Wir stellen natürlich auch immer wieder fest, wie wenig rechtliche Grundlagen, jetzt das Landesantidiskriminierungsgesetz, aber auch die Anlaufstellen bekannt sind. Berlinweit, Berlin ist groß mit den Bezirken. Wir kriegen die Meldung aus den Bezirken, wo wir sehr viele Multiplikatoren haben, das heißt ganz viele Akteurinnen schon vor Ort sind. Es gibt Bezirke, die noch nicht so gut ausgestattet sind. Darum wäre von unsererseits eine Empfehlung, einfach eine schulbezogene Antidiskriminierungskampagne aufzusetzen, die das LADG bekannt macht und die Anlaufstellen und sich zielgruppenorientiert für SchülerInnen und Eltern fokussiert, genau, auch wenn die Gruppen gut anspricht. Sozusagen als ein Empowerment-Element, ein wesentliches in der Stadt. Genau, darum ein weiterer Punkt, der uns wichtig ist. Wir sind gut ausgestattet in Berlin. Ich glaube, in Sabines Präsentation kam es auch immer wieder zum Tragen, an wie vielen Stellen. Sozusagen unsere Zahlen bilden einen kleinen Ausschnitt. Wir haben die Ombudsstelle, wir haben andere Antidiskriminierungsstellen, die aus Selbstorganisationen kommen und einen Fokus haben. Das heißt, Ratsuchende können sich an verschiedenste Stellen wenden. Und hier wäre es auch nochmal gut, auch gerade in der Zusammenarbeit mit der Antidiskriminierungsbeauftragten oder dem Beauftragten im Senat sowie mit der Ombudsstelle nochmal eine klare Interventions- und Beschwerdestruktur aufzulegen, die einfach und deutlich die Beschwerdeverfahren für Ratsuchende bekannt macht. Genau, und die Zusammenarbeit und die Vernetzung aller Stellen auch nochmal gut herausarbeitet. Wir haben auch immer wieder, machen wir die Erfahrung, über diese Antidiskriminierungsstellen hinaus gibt es auch eine ganze Reihe zahlreicher andere Stellen im Schulbereich. Wir arbeiten viel mit den SIBUZen zusammen. Es gibt den Jugendmigrationsdienst. Es gibt also eine Vielzahl an Stellen, wo auch ähnliche Beschwerden ankommen, wo es gut wäre, da eine klare Interventions- und Beschwerdestruktur, die bekannt ist, aufzubauen. Ja, dann auch nochmal anknüpfend an unser Monitoring, was wir gestartet haben. Wir haben ja nur einen kleinen Einblick, nämlich über die Fälle, die bei uns ankommen. Es wäre, um auch gerade nochmal den Bildungssenat zu unterstützen, dauerhaft bei der Etablierung oder bei der Entwicklung der Antidiskriminierungsstrategie für den Schulbereich, aber auch nachhaltig bei sozusagen der Überprüfung der Wirksamkeit der Maßnahmen, wichtig, ein landesweites Monitoring zu haben, das heißt, Daten, die an den verschiedensten Stellen kommen, einbeziehen zu können in den Monitoring-Prozess, in die Auswertung, um die Ergebnisse auch nochmal ein bisschen breiter aufzustellen. Zum Beispiel Diskriminierungsvorfälle, die an anderen Stellen ankommen, Selbstorganisation etc., das zentral zu bündeln in einem Monitoring-Prozess. Das sind jetzt vor allen Dingen Empfehlungen, die sich auf die organisationelle Entwicklung der Antidiskriminierungsarchitektur, wie wir sie nennen, beziehen. Es gibt ganz viele weitere Punkte, die wir hier nur zusammengefasst haben unter dem Punkt Verankerung von Diskriminierungsschutz als Querschnittsaufgabe auf allen Ebenen von Schulqualität und Schulentwicklung. Da kommen Punkte, da sind noch ganz
viele weitere Punkte in den Blick zu nehmen, die wir hier nicht einzeln aufgeführt haben. Natürlich braucht es in der Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte da einzelne Module. Wir brauchen Unterstützung der Schulen im Bereich diskriminierungskritische Unterrichts- und Schulentwicklung und Bewertungsmethoden. Das heißt sozusagen, das Querschnittsthema zu stärken fachlich. Ja, wir finden das, was wir jetzt präsentiert haben, das können Sie auch alles nochmal nachlesen. Die Empfehlung sowie eine Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse unseres Monitoringsberichts, das finden Sie in dem Policy Brief. Die Fallbeispiele, die dargestellt waren, die finden Sie auch jetzt schon, beides Policy Brief und die Fallbeispiele finden Sie jetzt schon auf unserer Website. Die Fallbeispiele sind auch noch ein bisschen ausführlicher dargestellt. Wir haben jetzt zum Beispiel jetzt die Intervention von unserer Seite weggelassen. Wir haben in dem einen Fall auch noch eine rechtliche Einschätzung. Das können Sie direkt abrufen auf unserer Website. Beides ist natürlich auch enthalten in unserem Monitoringbericht, der dann auch diese ganzen Zahlen nochmal ausführlicher darstellt. Den können Sie ab Montag auf unserer Website runterladen. Wir stellen ihn dann am Montag auf die Website. Ja, jetzt würden wir übergehen in die Kommentierung unserer Ergebnisse. Wir haben unseren Gästen die Vorabfassung des Monitoringberichts auch schon geschickt, damit sie sich ein bisschen vorbereiten konnten und jetzt nicht nur aus der Präsentation unsere Zahlen und unsere Ergebnisse eben erst erfahren haben. Ich begrüße für die Kommentierung erstmal Dr. Mehmet Alpek. Er ist Bundesgeschäftsführer von FÖTEL, der Föderation Türkischer Elternvereine in Deutschland. Darüber hinaus ist er auch im Vorstand des Bundeselternnetzwerks der Migrantenorganisation für Bildung und Teilhabe, der sich jetzt auf Bundesebene gebildet hat. Ich werde jetzt erstmal alle Kommentatoren vorstellen, bevor wir starten. Dann neben Herrn Dr. Alpek haben wir Conny Hendrik-Schelicke von der Senatsverwaltung Bildung, Jugend und Familie. Er ist dort zuständig und verantwortlich für das Thema Grundsatzangelegenheit, Diversität, Antidiskriminierung und er koordiniert die Initiative Geschlechtliche und sexuelle Vielfalt. Ja, schön auch, dass du da bist. Und zuletzt haben wir noch Nathalie Schlenzka, die den bundesweiten Blick vertritt. Sie ist bei der Antidiskriminierungsstelle des Bundes Referentin für Forschung seit 2011. Also schon sehr lange auch mit dem forschenden Monitoring-Blick und hat einen guten Überblick über die Entwicklung bundesweit im Themenfeld. Ich würde zuerst das Wort an Dr. Alpek übergeben und freue mich auf seine Kommentierung. Entschuldigung, bin ich gut zu hören? Gut, danke. Ja. Liebe Aliye, sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ich bedanke mich für die Einladung und die Möglichkeit, einen Kommentar zu den Ergebnissen des ADAS Monitoringsberichts abgeben zu können. Ich habe überlegt, wie ich herangehen soll. Und da mir wurde die Arbeit erleichtert, weil es ja die Empfehlung gibt. Und ich habe entschlossen, mich quasi an den meine Kommentierung an den Empfehlungen heranzuhängen, sozusagen. Erstens, allgemein, einführend gesagt, ADAS hat meines Erachtens gute Empfehlungen formuliert. Gleich die beiden ersten Empfehlungen zeigen, wie wichtig ist und notwendig ist, eine Antidiskriminierungsbeauftragte für Schulen zu haben. Frau Scheres hat ja in ihrer Begrüßungsrede darauf hingewiesen, dass Berlin eine Vorreiter hatte mit dem Gesetz, aber auch mit der
Diskriminierungsbeauftragten. Und in diesem Sinne ist es natürlich mehr als bedauerlich, dass die Stelle seit längerer Zeit unbesetzt ist, da ich auch denke, dass diese Stelle über Berlin hinaus eine Bedeutung hat, aktuell immer noch. Und ich selber die damalige Antidiskriminierungsbeauftragte Frau Gomez in unterschiedlichen Zusammenhängen, Veranstaltungen erlebt habe und das mich auch in dieser Position gestärkt hat. Und deshalb unterstütze ich die Forderung nach der zügigen Besetzung der Stelle der Antidiskriminierungsbeauftragten und mit der gleichzeitigen weiteren Empfehlung einer angemessenen Ausstattung des Amtes mit finanziellen und personellen Ressourcen. Ein weiterer Punkt der Empfehlung ist ja eine Konsolidierung, was in den Empfehlungen drin ist. Und da möchte ich anmerken, also, dass auch das beste Projekt bleibt ein Projekt, weil es zeitlich begrenzt ist. Und in diesem Sinne ist für eine nachhaltige Sicherung der unabhängigen zivilgesellschaftlichen Partner und deren Angebote diese geforderte Konsolidierung auf jeden Fall notwendig. Und deshalb freue ich mich, dass, was Aliye Yegane angemerkt hat, dass jetzt ADAS in die Förderung der Senatsverwaltung für Bildung aufgenommen worden ist. Und das ist ein guter und wichtiger Schritt, aber ich denke und hoffe, dass es mit, bei den für die anderen Beratungsstellen, die es auch gibt oder Anlaufstellen auch so passiert oder passiert ist, das weiß ich jetzt nicht. Des Weiteren wurde angemerkt, eine Antidiskriminierungskampagne an Berlin-Schulen zu starten, was auf jeden Fall ein guter Ansatz ist, aber meines Erachtens sollte dies nicht als eine einmalige Aktion bleiben, sondern als ein Dauerangebot in die Antidiskriminierungsarbeit vor Ort integriert werden, auch aus einem ganz einfachen Grund. Die Schülerinnen und Schüler und deren Eltern bleiben für eine überschaubare Zeit in der Schule. Diejenigen, die neu kommen, werden die gleichen Beratungsbedarfe oder Hilfsbedarfe haben. Und deshalb ist eben wichtig, dass immer kompetente Partnerinnen und Partner vor Ort sind, wenn neue Menschen kommen. Gleichzeitig ist oder parallel dazu ist es natürlich wichtig, dass die Betroffenen, also auch bevor sie betroffen sind, aber die Beteiligten im Schulrahmen, insbesondere eben Schülern und ihre Eltern durch Information und Empowerment-Angebote auch in die Lage versetzt werden, bei Konfliktfällen auch erstmal auch eigenständig zu reagieren, bis sie dann auch auf andere Angebote zugreifen. Des Weiteren ist, denke ich, der beste Ansatz wird schwach bleiben, wenn es andere Hilfestrukturen nicht erreichen kann oder über seine Aktivitäten anderen berichten oder diese anbieten kann. Also Stichwort Kommunikation, gleichzeitig Stichwort Synergien schaffen und Synergien nutzen. Deshalb ist die Verstärkung der Vernetzung, die in der Empfehlung als Aufbau einer abgestimmten und sich ergänzenden Antidiskriminierungsinfrastruktur, sowohl gleichzeitig aber die Dezentralisierung als Ansatz, damit auch vor Ort effektiv eingegriffen werden kann, also geholfen werden kann, sehr, sehr sinnvoll. Und die Eingliederung von
weiteren Aktiven in die Netzwerkarbeit im Rahmen der Schule wäre wichtig. Und da kommen wir sozusagen auch so ein bisschen am Rande, zum Beispiel Elternlotsinnen, Elternlotsen, wenn es die vor Ort gibt, oder Migranten-Elternvereine, aktive Elterninitiativen, auch wenn diese nicht als Antidiskriminierungsanlaufstelle ausgewiesen sind und nicht in erster Linie sozusagen diese Arbeit haben. Aber die sind, denke ich, wichtige Partner. Vielleicht ein kleiner Exkurs aus meinem eigenen beruflichen Hintergrund weiß ich, dass wenn es die Elternlotsen gibt, als Hauptamt, diese auch nach Möglichkeit als hauptamtliche Tätige implementiert werden sollen, weil deren Arbeit nach eine Hauptamtlichkeit beinhaltet und auch bei bestem Willen nicht durch Ehrenamtlichkeit bewältigt werden kann. Und in diesem Zusammenhang gleichzeitig finde ich insbesondere die Empfehlung, dass es in jeder Schule eine Erstanlaufstelle für Diskriminierungsfragen geben sollte, mit einer qualifizierten, kompetenten Person. Ich würde das aber so ergänzen wollen, dass diese Erstanlaufstelle der Person A, unabhängig agiert, das ist von der ADAS auch immer wieder betont, aber diese Person hauptamtlich ist, auch in den schulischen Strukturen, das heißt in die Schulgremien, eingebunden ist, zum Beispiel Teilnahme- und Informationsrecht. Diese Position könnte natürlich eventuell durch einen Sozialarbeiter oder Sozialarbeiterin ausgeübt werden, aber es sollte sichergestellt sein, dass diese geforderten Entlastungsstunden auch rechtlich gesichert sind, damit das Angebot nicht verwässert wird. Also da spricht die Erfahrung in anderen Bereichen, wenn es immer so den Punkt gibt, ihr bekommt als Lehrkräfte Zusatzstunden, dass das auch für was anderes genutzt wird. Und diejenigen, die eben als Antidiskriminierungsanlaufstelle oder Person da sind, sollten sich auf ihre Arbeit konzentrieren können. Deshalb wäre nach meines Erachtens besser zusätzliche Kontaktpersonen als Ansprechpartnerinnen oder Partner mit klaren Zuständigkeiten, unabhängig und nicht weisungsgebunden vor Ort sind. So, und zuletzt die beiden letzten Empfehlungen. Der vorliegende Monitoringsbericht zeigt, wie wichtig eine dauerhafte Dokumentation ist, also wieder sozusagen die Verbindung zu Beginn. Es ist keine einmalige Sache, leider. Deshalb brauchen wir eine fundierte Dauerdokumentation, um auch auf die zukünftigen Herausforderungen besser vorbereitet zu sein. Und die Antidiskriminierungsarbeit ist nicht nur die Aufgabe der Antidiskriminierungsbeauftragten, auch nicht das Problem der unmittelbar Betroffenen. Deshalb ist die Forderung nach der Verankerung von Diskriminierungsschutz als Querschnittsaufgabe der richtige Ansatz. Und einige Worte zum Schluss. Es steht ja zu Beginn, dass eine Kultur der Wertschätzung von Vielfalt und als Leitprinzip gefördert werden soll. Und ich denke, es ist wichtig, dass Menschen, die Diskriminierung erfahren haben, starke Partner an ihrer Seite haben, die sie kompetent begleiten, beraten und sich für sie einsetzen. Ich wünsche mir gleichzeitig für die Zukunft, dass durch Information, durch Stärkung der Beteiligten sowie einer strukturellen Änderung in den Bildungsinstitutionen zu keiner Diskriminierung in der Bildung, sprich hier in der Schule, kommt und wir durch eine gewaltfreie Kommunikation zur positiven Änderung des Umgangs miteinander kommen. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank. Ich möchte an der Stelle auch direkt nochmal darauf hinweisen, wir werden ja noch eine Runde haben mit Fragemöglichkeiten für ein Publikum. Sie können jetzt schon Fragen in den Chat reinschreiben. Wir haben die Kollegin im Hintergrund, die die Fragen sammeln.
die wir dann im Anschluss nach den Inputs den Gästen gleich weitergeben werden. Ganz herzlichen Dank nochmal, Mehmet. Ich fand auch nochmal wichtig, Eltern sind ja für uns eine ganz zentrale Gruppe, den Hinweis auf die Arbeit der Elternlotsen und den Bedarfen und Herausforderungen. Das ist wirklich ziemlich wichtig in den Bezirken, wo wir da gute Projekte haben. Da sind das ganz wichtige Partner für uns, auch die Elternlotsen. Danke. Dann würde ich jetzt direkt weitergehen und wie gesagt, Fragen bitte in den Chat, auch bevor sie verloren gehen, jetzt schon einfach zwischendrin reinschreiben und gebe das Wort an Conny Hendrik-Schelke. Ja, schönen guten Tag. Danke, Alje. Danke auch für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich für die Bildungsverwaltung sprechen kann, auch wenn es im Zusammenhang mit Diskriminierung immer eine etwas zweifelhafte Rolle ist, muss ich feststellen. Weil ja die Zahlen zeigen und Diskriminierungsmonitoring heißt ja eben erstmal Zahlen anzuschauen und wir wissen, jede Meldung ist eben eine zu viel. Ja, und gleichzeitig wissen wir, dass wir haben 289 Meldungen, die jetzt ADAS gesammelt hat und gleichzeitig wissen wir, dass es nur ein Bruchteil der realen Vorgänge ist. Ja, und in diesem Sinne ist es natürlich auch immer ein schweres Unterfangen, weil es natürlich mir sozusagen als Fachreferentin in der Verwaltung blutet dann auch das Herz, ja, auf der sozusagen empathischen Seite, weil es eben bedeutet, ja, es ist eben mit ganz viel Schmerz auch verbunden und was eben Menschen erfahren. Über die Hälfte der Meldungen kommen von Eltern und diesen Schmerz konnte ich gerade heute wieder lebendig erfahren, weil ich ein Beratungsgespräch hatte mit einer Mutter, die eben erzählte, wie es ihrem Kind in einer Grundschule erging und was sich eben sehr stark sozusagen bestimmten Vorüberzeugungen, sage ich mal, der Klassenlehrerin ausgesetzt sah und eben konsequent sozusagen also die Leistung halt unterbewertet werden und was sie schon alles unternommen hat und heute einen Termin mit der Schulaufsicht hat, den zweiten sogar schon und irgendwie gar keinen Ausweg findet und gleichzeitig das Gefühl hat, dass das, was sie unternimmt, also ihre Intervention gleichzeitig ihrem Kind möglicherweise mehr schaden als helfen, weil sozusagen die Klassenlehrerin sich dann sozusagen die Auseinandersetzung, die sie mit den Eltern führt, da hat die Mutter das Gefühl, das wirkt sich negativ auf ihr Kind aus. Ja, also um nur noch mal ein weiteres Beispiel zu bringen, wie eben die Situation ist. Und naja, wie lässt sie sich beschreiben? Eben offensichtlich irgendwie durch Abwehr, rassistische Bilder und Zuschreibungen, die ja insbesondere in den Zahlen von ADAS jetzt deutlich werden. Wir könnten natürlich jetzt viele andere Diskriminierungsmerkmale da noch benennen. Aber das eben hier ganz vornehmlich natürlich das, was ihr beschreibt, vor allen Dingen aber eben mangelndes Wissen, aber auch eine mangelnde Professionalität, weil wenn wir halt eben Lehrkräfte hätten, Leitungspersonal, Schulaufsichten, also Menschen, die eben professionell im System sind, sagen könnten, ja, wir haben eine Situation, die geprägt ist von strukturellen Diskriminierungsformen, wir haben eine Situation, die geprägt ist von eben individuellen Fehlverhalten, die ja auch sozusagen ausgelöst wird und geprägt ist durch diese strukturelle Situation. Und wir versuchen, es anzuerkennen und wir versuchen, Maßnahmen zu finden, dass das nicht mehr passiert, dass wir besser werden, dass wir lernen, dass unser System lernt. Und wir können nicht alle gesellschaftlichen Strukturen auffangen und nivellieren, aber trotzdem können wir versuchen, es anzuerkennen und es besser zu machen. Aus der Verwaltungssicht würde ich natürlich immer top-down jetzt herangehen an die Frage, was ist jetzt eigentlich zu tun? Also was kann denn jetzt meine Verwaltung auch tun? Ich glaube, der erste Schritt ist ganz wichtig und das hat Frau Scheres ja vorhin auch nochmal eindrücklich gezeigt, ist zunächst mal ein klares Bekenntnis zur Antidiskriminierung. Ja, also dass die Leitung ganz klar sagt, wir positionieren uns dagegen und wir möchten, dass sich was verändert. Gleichzeitig, und das hat man an verschiedenen Stellen heute gehört von Frau Jäger, aber eben auch von euch und von Herrn Dr. Alpeck, es braucht Vertrauen. Ja, das heißt also, die Aussage allein reicht ja nicht, sondern wenn die Bildungsverwaltung sich klar bekennt, muss das ja unterlegt sein mit eben weiteren Maßnahmen. Ja, die Stelle muss besetzt werden, der Antidiskriminierungsbeauftragten. Dazu kann ich nur sagen, das Besetzungsverfahren läuft. Und ich warte sozusagen täglich darauf endlich, weil ich natürlich auf der Fachebene sehr unterstützt werden würde, wenn es eben auf Leitungsebene diese Position gäbe,
und dann eben endlich gemeinsam dort eben diese Dinge vorangebracht werden könnten. Also Punkt 1 von 6 Punkten, die ich jetzt gerne machen möchte, aus Verwaltungssicht eben dieses klare Bekenntnis der Verwaltung, aber eigentlich von allen Leitungsebenen, und damit meine ich auch die Schulleitungen, zu Antidiskriminierung und dem Willen und dem Mut, wirksame Maßnahmen zu entwickeln und umzusetzen. Der zweite Punkt ist natürlich, die diskriminierungskritische Qualifizierung muss fortgesetzt werden. Ja, also die ist zum Halt gekommen und ins Stocken geraten, eben auch durch die Situation mit der Antidiskriminierungsbeauftragten, weil da der ganz klare Auftrag dran geknüpft war, eben an diese Position, dass die Qualifizierung von dort eben weiter organisiert wird. Also ich unterstütze das auch nach Kräften weiter, sobald sich die Möglichkeit ergibt. Ich glaube eben, dass diese Qualifizierung dieser beschriebenen Situation von eben mangelndem Wissen und Abwehr unbedingt zuträglich wäre, wenn wir diese Qualifizierung, weil die ersten Veranstaltungen, die wir dazu hatten, und ich habe gesehen, hier bei den Teilnehmenden sind einige Personen, die auch schon mitgewirkt hatten an dieser Qualifizierung. Ich konnte nach den ersten Veranstaltungen, wir haben knapp 70 Leute damit erreicht, was natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Aber bei einigen dieser 70 Leute habe ich nach 1 bis 2 Veranstaltungen schon spürbare Veränderungen gemerkt, gespürt, ja, wie halt über Dinge gesprochen wurde, wie sich engagiert wurde, wie gesagt wurde, ja, stimmt, wir haben ein Problem und wir müssen da was machen. Also ich kann sagen, dass die ganze Sache wäre wirksam und wir müssen sie unbedingt fortführen, weil das tatsächlich ein ganz wichtiger Baustein in einer Antidiskriminierungsstrategie der Verwaltung wäre. Was wir noch brauchen, ist natürlich dann auf Schulebene die diskriminierungskritische Schulentwicklung. Und das heißt, dass wenn künftig hoffentlich Kinderschutzkonzepte an allen Schulen entwickelt werden und geschrieben wären, was ja so auch im neuen, also im nächsten Schulgesetz sozusagen verankert werden soll, beschlossen ist es ja, soweit ich weiß, schon eigentlich, dass das da reinkommt. Und es ist auch ein Qualitätsmerkmal im neuen Handlungsrahmen, der auch gerade noch in den sozusagen letzten Zügen der Entwicklung ist, Handlungsrahmen Schulqualität. Auch Kinderschutzkonzepte müssen natürlich Antidiskriminierungsmaßnahmen enthalten, weil zu Prävention gehört eben auch Antidiskriminierung. Ja? Und neben den vielen weiteren Aspekten von Kinderschutz, glaube ich, ist es aber eben ein elementarer Baustein, der eben dazugehören würde. Herr Dr. Alpeck hat es angesprochen, wir brauchen Nachhaltigkeit. Ja, und zwar in der Verstetigung und Sicherung der Arbeit der Antidiskriminierungsprojekte. ADAS ist eben ein wichtiger Baustein. KIDS hast du schon genannt, Ali, und eben Frau Scheres hat ja auch einige weitere genannt. Wir haben ganz viele Beratungsstellen, die in der Stadt arbeiten, die eben zum Großteil von der LADS finanziert und unterstützt gefördert werden und dadurch die Arbeit gesichert wird. Und ich hoffe natürlich, dass es im nächsten Landeshaushalt, im nächsten Zweijahreshaushalt für 22, 23 da keine Abstriche gibt. Aber ich kann da natürlich wenig dran tun. Also ist das sozusagen ein Gebet Richtung Politik, dass dieses dann auch entsprechend umgesetzt wird. Weil ich aus meiner Fachlichkeit heraus eben weiß, welche Bedeutung das hat, dass wir da wirklich eine Sicherung haben, dieser Arbeit. Weil ich weiß, dass die Projekte übernachgefragt sind. Ja, also die gerade die Bildungsprojekte im Feld haben so viele Anfragen, dass sie sie gar nicht wahrnehmen können. Das heißt, wir bräuchten eigentlich einen Aufwuchs, ja, und müssen jetzt hoffen, dass angesichts der Situation der öffentlichen Haushalte, auch bedingt durch eben Corona und die vielen Pufferungsmaßnahmen oder auch Anschaffungen, die getätigt werden mussten, eben hoffen müssen, dass die Mittel an diesen Stellen nicht gekürzt werden. Ja, wir haben von Frau Jäger gehört, es gibt bereits hilfreiche Impulse durch das LADG bzw. die Ombudsstelle, dass da sozusagen erste Meldungen auch an die Verwaltung erfolgt sind. Dazu kann ich berichten, auch hier wird es ein neues Qualitätsmerkmal geben im Handlungsrahmen Schulqualität. Dort wird eben ein Qualitätskriterium sein, eben die diskriminierungskritische Schule. Und ein Merkmal soll dort eben sein, dass zum Beispiel die Ombudsstelle nach dem LADG dort bekannt ist, genauso wie auch Beschwerdestellen nach dem AGG für Beschäftigte an den Schulen bekannt sein sollen. Na, also das sozusagen soll eben eine Schule, die gut dieses Qualitätskriterium, diskriminierungskritische Schule sozusagen gut bespielt, muss dafür sorgen, dass diese Beschwerdestellen, das Ombudsstellen, das Beratungsstellen bekannt sind in der Schule.
Ja, so, ich hatte jetzt meinen vierten Punkt gemacht, die Sicherung der Arbeit, und möchte gerne zum fünften kommen. Wenn also diese Beschwerdestellen bekannt sind, Ombudsstelle bekannt ist, die Anlaufstellen bekannt sind, muss natürlich die Schule selbst aber auch ein schulisches Beschwerdemanagement entwickeln. Aber das funktioniert natürlich nicht von allein. Das muss eben eingebettet sein in eine Antidiskriminierungsstruktur, die eben gemeinsam mit einer Antidiskriminierungsbeauftragten, aber in Vernetzung mit von Verwaltung und Zivilgesellschaft eben entwickelt werden muss. Da muss es einen guten Austausch geben mit allen AkteurInnen, wie eben den Elternvereinen, Verbänden und Gremien, den SchülerInnen, schlussendlich natürlich selbst auch. Das heißt, wirklich alle Ebenen müssen da partizipativ mitwirken, um eben diese Struktur gemeinsam zu entwickeln und eben diese bestehenden Missstände zu adressieren, aber eben auch gemeinsam Veränderungsprozesse anzustoßen. Ja, das Ganze dauert lange, es sind langwierige Prozesse. Und damit will ich zum letzten Punkt kommen, dem sechsten Punkt, den ich gerne hier noch machen möchte, ist eben Aus- und Fortbildung. Weil wenn ich eben sage, wir beobachten eben eine Mängel in der Professionalisierung, also Mängel in dem professionellen Umgang mit Diskriminierungsbeschwerden, dann heißt es eben offensichtlich, wir müssen mehr Tools, mehr Werkzeuge den Lehrkräften und auch den Schulen an die Hand geben. Wir müssen Checklisten eben bekannt geben, weil die gibt es ja schon, ja, für Unterrichtsmaterialien, für pädagogische Materialien, die Auswahl der Materialien, die Bildsprache der Materialien, weil wir sehen noch zu oft, wie eben reproduzierende, diskriminierende Bilder in den Lehrmaterialien und auch in Schulbüchern, ja, die von den Schulbuchverlagen herausgegeben werden. Wir sehen das ja, aber es wird nicht immer erkannt. Ja, und weil es eben nicht erkannt wird, heißt es eben offensichtlich, ist es wichtig, dass wir alle dazu beitragen, dass es eben zukünftig erkannt werden kann. Und dann eben sozusagen mehr eine Kultur der Anerkennung auch dadurch gefördert wird und Widerstände abgebaut werden können. Ja, wenn halt Lehrkräfte und wenn die Verwaltung sagen kann, ja, es stimmt, hier gibt es ein Problem, wie können wir es lösen? Für Lehrkräfte heißt es, naja, dann vielleicht dieses Schulbuch nicht zu verwenden und auch in der Auswahl der Themen zu überlegen, wie können marginalisierte Perspektiven einbezogen werden, wie können eben die Lebenswelten der Kinder und Jugendlichen stärker in den Mittelpunkt gerückt werden. Und die sind eben geprägt von Ausgrenzung, von Diskriminierung zu einem großen Teil. Und das eben auf den verschiedenen Ebenen, nicht zuletzt durch Klassismus, auch durch die unterschiedlichen sozialen Voraussetzungen, die eben sind. Das haben wir jetzt ja während Corona gut gesehen. Und das habt ihr ja auch nochmal eindrucksvoll belegt in eurem Bericht dazu und in der Studie. Ja, jetzt könnte ich sagen, sozusagen gehe zurück zu eins. Und eins war, wir brauchen ein klares Bekenntnis auf der Leitungsebene und so weiter und das Ganze wieder von vorne. Wir müssen das Ganze natürlich nach unten weiter durchdeklinieren und durch viele Einzelmaßnahmen noch weiter Einzelmaßnahmen unterfüttern. Aber ich glaube, hier für diesen Moment reicht es erstmal für sozusagen eine erste Einschätzung, was diese Zahlen bedeuten für die Verwaltung, was zu tun ist, also wie ich zumindest diese Sache aufgrund meiner Fachlichkeit einschätze. Und ich hoffe, dass wir da demnächst auch ein gutes Stück weiterkommen. Ich bedanke mich, genau wie Frau Scheres, auch bei allen, die mit ihrem hohen Engagement dazu beitragen und dies am Rande der diskriminierungskritischen Erschöpfung. Ja, ich weiß, was es eben bedeutet, eben sich fortwährend gegen Diskriminierung zu positionieren. Und eben dazu beitragen, diese Abwehr und Widerstände abzubauen. Vielen Dank nochmal für die Möglichkeit, hier zu sprechen. Ich freue mich auf die nächste Stellungnahme. Ja, ganz herzlichen Dank. Genau, ich weise auch nochmal darauf hin, Fragen können gestellt werden unter Inhaltfragen. Gehen Sie direkt an die Kollegin und die können sich auf alles beziehen. Die können sich auch nochmal auf die Präsentation am Anfang beziehen. Ja, ganz herzlichen Dank. Das war jetzt auch nochmal nochmal wichtige Punkte einer Architektur, die wir aufbauen wollen mit vielen Zimmern und vielen Türen und Verbindungen und da einen guten Überblick zu bekommen, was alles relevant ist. Ich würde jetzt direkt übergeben an Nathalie Schlenzka und bitte Sie um Ihren Input.
Ja, guten Tag auch von mir, liebe Alia, liebes ADAS-Teams, liebe Teilnehmende. Ich freue mich, heute hier bei Ihnen zu sein. Und ich weiß jetzt gar nicht, ich muss mal ein bisschen gucken. Es wurde ja schon so viel zu den Empfehlungen gesagt. Da muss ich jetzt mal schauen, wie ich da mich gut reinfinden kann. Ich wollte einfach generell erstmal noch mal was zum Monitoring-Bericht sagen. Also ich finde es auf jeden Fall ganz super, weil so ein Monitoring-Bericht, und ich glaube, das ist wirklich die Stärke, einfach Muster von Diskriminierung hebt. Also er kann sehr schön, und das habt ihr ja auch, glaube ich, wirklich gut gemacht, an Einzelfällen zeigen und die dann komprimiert ausgewertet werden, welche Mechanismen von Diskriminierung gibt es und wo muss man ansetzen. Und da kann man dann eben, was ihr auch getan habt, eben schön zeigen, Diskriminierung läuft über verschiedene Formen. Man kann die individuelle Diskriminierung zeigen und vor allem auch die strukturelle und die institutionelle, die ja häufig, wenn wir über Diskriminierung reden, auch gerade in der Schule verloren geht. Natürlich habt ihr auch Zahlen, ne? Ihr habt natürlich gesagt, wo sind die Grenzen von diesen Zahlen, aber Zahlen brauchen wir sozusagen. Und natürlich werden Zahlen, und das ist, glaube ich, auch das, was in eurer Empfehlung drin steckt, Zahlen dann noch wirkmächtiger und noch wichtiger für Politik, wenn sie nicht von euch alleine kommen, sondern wenn man wirklich mal versuchen würde, Zahlen aus anderen Stellen, die auch Fälle zu Diskriminierung in der Schule erhalten, das ist nicht nur KITS, das sind auch andere Antidiskriminierungsberatungsstellen in Berlin, und ich finde, ein Weg dahin ist ganz super. Das ist ein Weg, den wir auch versuchen auf Bundesebene. Wir haben jetzt ein Projekt gestartet, wo wir sagen, wir müssen endlich an den Punkt kommen, wo wir gemeinsam in der Lage sind, über Beschwerdedaten zu sprechen, weil, und das ist, glaube ich, das große Problem, weil es uns sonst an empirischen Daten zur Diskriminierung in unterschiedlichen Bereichen, aber vor allem auch im Bildungsbereich oder in der Schule fehlt. Ne? Wenn wir jetzt sagen würden, ach, ist ja nicht so schlimm, wir haben jetzt Untersuchungen XY und Umfrage XY, da können wir reinschauen, da wissen wir schon, wie es mit der Diskriminierung in der Schule ist. Diese Untersuchung gibt es aber auch nicht aus verschiedenen Gründen. Insofern ist die Auswertung von Beratungsdaten auch im Längsschnitt, ne, als fortgesetzter Prozess eine sehr, sehr wichtige Sache. Und ich glaube, das ist eine Sache, die eben nicht nur ADAS sich mit auf die Fahnen schreiben sollte, und ihr tut das ja sehr gut, sondern eben auch andere Akteurinnen in Berlin. Und es ist, denke ich, sicher auch nochmal so ein Weckruf an die LADS und andere Stellen zu sagen, das auch zu gucken, wie können wir so einen Prozess auch langfristig unterstützen. Da jetzt so viel schon zu den Empfehlungen gesagt wurde und auch mit Blick auf die Uhr und ich nicht alles wiederholen möchte, möchte ich eigentlich nur noch mal 2, 3 Punkte herausgreifen. Natürlich, und das ist, glaube ich, wirklich die einzige Art Sache in Berlin, kann man sagen, Berlin hat eine Vorreiterinnenstellung im Bereich Diskriminierungsschutz und Antidiskriminierungsarbeit an Schulen. Ne? Nicht nur durch das LADG, was hier ja schon benannt wurde sozusagen, aber eben auch durch die Antidiskriminierungsbeauftragtenstelle in der Senatsverwaltung, durch die 2 spezifischen Beratungsstrukturen, aber auch die vielen anderen Beratungsstrukturen. Also das ist einzigartig. In NRW hat sich jetzt vor kurzem eine spezielle Beratungsstelle zur Schule gebildet, ganz neu. In Baden-Württemberg versucht man, eine solche Stelle zu gründen, aber da ist noch wenig im Gang. Also insofern kann man Berlin, das Land Berlin, beglückwünschen. Man kann ADAS beglückwünschen, dass sie so eine Stelle geschaffen haben sozusagen und da auch Exemplare stehen. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, ist hier auch ein bisschen Luft noch immer nach oben. Luft nach oben ist vor allem eben, und das haben meine Vorrednerinnen, glaube ich, auch nochmal ganz ausdrücklich gesagt, diese Strukturen müssen nachhaltig finanziert werden. Und es hat sich jetzt auch gerade im letzten Jahr gezeigt, dass eigentlich fast bei allen Beratungsstellen die Zahlen stark angestiegen sind. Das ist auch ein bundesweites Phänomen, also nicht nur ein Phänomen in Berlin. Also man kann einfach beobachten, Menschen scheinen doch sensibler gegenüber Diskriminierung geworden zu sein. Also es gibt nicht mehr Diskriminierung, das würde ich gar nicht sagen, sondern es gibt ein anderes Meldeverhalten. Menschen suchen sich Unterstützung bei Beratungsstellen, die eben auch parteilich sind sozusagen und die ihre Interessen schützen, und da braucht es eine Stärkung, und vielleicht brauchen wir dann auch wirklich mal ein Bund-Länder-Programm, um so eine flächendeckende Antidiskriminierungsstruktur wirklich auszufinanzieren. Also da sehe ich die Verantwortung der Länder, aber vielleicht auch des Bundes sozusagen, sich da auch nochmal hinzusetzen und die Hausaufgaben zu machen. Das andere, es wurde jetzt schon mehrmals darauf eingegangen, wie wichtig eben die Stellung der Antidiskriminierungsbeauftragten ist sozusagen. Das sehe ich auch so. Es braucht Ansprechpersonen in der Verwaltung,
nur. Und da kommt jetzt hier nochmal der Hinweis, wie Sie vielleicht wissen, die Antidiskriminierungsstelle des Bundes beschäftigt sich auch schon viele Jahre mit dem Thema. Und unsere Forderung ist nochmal vielleicht ein bisschen stärker, dass wir sagen, ja, es braucht solche Personen oder Stellen, die müssen aber auch unabhängig sein. Also unsere Forderung, wo Berlin vielleicht noch ein bisschen mutiger sein könnte, als es jetzt ist, zu sagen, wir schaffen eine Stelle sozusagen, die auch wirklich staatlich ist, die eine unabhängige Beschwerdestelle ist, im Sinne, wie es vielleicht die Datenschutzbeauftragte ist. Oder es gibt ja auch die Ideen, ich weiß gar nicht, wie der letzte Stand ist, eines Bürgerbeauftragten, ähnlich wie eines Polizeibeauftragten fürs Land Berlin, der dann eben noch stärker ist. Und auch, und das muss man vielleicht nochmal klarstellen, auch die Ombudsstelle der LADG, die ein super Baustein ist, ist keine völlig unabhängige Stelle. Sie ist Teil der Verwaltung. Also auch hier sehe ich noch ein bisschen Luft nach oben, obwohl, wie gesagt, ich komme zurück, Berlin einfach trotzdem schon viel, viel weiter ist. Und vielleicht letzter Punkt, was ich mir auch noch wünschen würde, ist sozusagen, auch das wurde ja schon von meinen Vorrednerinnen aufgegriffen, ist wirklich diese systematische Vernetzung und Zusammenarbeit. Wir haben mittlerweile so viele Akteure in diesem Bereich und ich bin nicht immer sicher, wie klar ist, jedem klar ist, an was arbeitet man gerade aktuell, passt das gut zusammen. Also ich würde mir sowas wie eine Koordinierung in dem Bereich wünschen, wo die Akteurinnen an einem Tisch sitzen und wo man vielleicht auch Lücken erkennen kann. Also auch das wurde ja heute hier deutlich, das hat viele Menschen oder viele Eltern, viele Schülerinnen beraten zu rassistischer Diskriminierung, aber wie sieht es aus mit anderen Diskriminierungsgründen? Finden diese Schülerinnen, diese Eltern, die auch Diskriminierung erleben, das wissen wir, gerade im Bereich Behinderung zum Beispiel, gibt es viele, viele Fälle sozusagen, wo kommen die an? Haben die gleichen Unterstützungsstrukturen oder haben wir hier noch Lücken? Also nochmal kritisch zu prüfen, sind wirklich alle Merkmale, die es im LADG sind, sozusagen, das ist ja der Bezugsfunktion Berlin, gibt es da adäquate Anlaufstrukturen? Und da glaube ich, auch da könnte noch nachjustiert werden. Genau, und ganz, ganz zu allerletzter Wunsch, das heißt, das alles, diese ganzen Sachen, aber auch die Sachen, die meine Vorrednerin genannt haben in Bezug auf Ausbildung und so weiter und so fort, könnten vielleicht ja auch einfließen in einen strategischen Aktionsplan Antidiskriminierung im Bildungsbereich, im schulischen Bereich. Und damit würde Berlin sicher weiter seine Vorreiterinnenstellung in ganz Deutschland konsolidieren. Genau, und damit würde ich mein Statement beschließen, damit auch noch Zeit zur Diskussion bleibt. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank für die vielseitigen Weiterarbeit an den Empfehlungen. Ich bin jetzt am Gucken, würde jetzt die Kollegin anfragen. Hier gibt es Beifall und genau von dem Publikum für die Empfehlung und freue mich, dass da auch so viel mitgemacht wurde und weitergedacht wurde. Und gucke jetzt mal, würde Amine, wie? Genau, im Chat sind jetzt zwei Fragen vom SUSA-Zentrum. Wer bietet aktuell Fortbildungen und Multiplikationsschulungen zu einem professionellen Umgang mit Diskriminierung an? Das wäre die erste Frage. Richtet sich die Frage an jemand Spezifisches oder an uns von ADAS? An ADAS, also generelle Frage. Genau, vielleicht muss ich ja nicht beantworten, kann auch jemand aus dem Team beantworten. Es gibt, denke ich, in Berlin ganz gute Angebote zum Thema Diskriminierung und auch sehr spezifische mit verschiedenen Fokussen. Vielleicht meldet sich die Person auch gerne nochmal an uns, dann können wir nochmal konkreter was. Also wir machen auch ganz viel Verweisberatung, kann ich ja nur sagen, wenn wir sind ja ein bisschen die Feuerwehr als Anlaufstelle, wenn es um Fortbildung und Workshops gibt. Zum Beispiel für den Schulkontext haben wir ganz viele Anbieter und da gibt es auch eine Website von der LADS, wo dann auch passgenau gesucht werden kann und vielleicht kann sich die Person einfach auch nochmal an uns wenden, dann können wir nochmal konkret unterstützen und da Empfehlungen geben. Da gibt es wirklich ein ganz gutes Angebot insgesamt in der Stadt zum Thema Fortbildung. Genau, die nächste Frage knüpft eigentlich auch wieder daran an und geht in die gleiche Richtung. Gibt es eine Netzwerkübersicht über alle bestehenden Angebote in dem Bereich Diskriminierungsarbeit in Berlin?
Das kann auch gerne jemand anderes beantworten. Da geht es ja um Überblick. Wir haben ein bisschen versucht, aber das ist wirklich nicht vollständig, in unserem Leitfaden für Berlin hinten eine Liste zu erstellen, auch mit Links. Wir möchten den Leitfaden auch gerne überarbeiten. Dann können wir so einen Serviceteil auch noch mal ein bisschen, also wollen ihn eigentlich auch gerne überarbeiten, um den auch vielleicht aktueller und vielfältiger zu gestalten. Da sind ganz viele Links und auch Kontaktdaten. Aber wie gesagt, das ist nicht vollständig. Es gibt die Seite von der LADS, die sich speziell an Bildung und Bildungsbereich und Schulen richtet. Und genau, wie gesagt, wir können gerne da auch also im Leitfaden gucken oder vielleicht, Conny Hendrik, hast du noch eine Idee? Gibt es jetzt so auf die Schnelle da noch Empfehlungen, wo gut eine Übersicht gefunden werden kann für Berlin? Naja, es gibt tatsächlich viele Zusammenstellungen. Es gibt auch Akteure der politischen Bildung, eine Zusammenstellung auf dem Bildungsserver. Berlin-Brandenburg zum Beispiel gibt es verschiedene Zusammenstellungen. Das findet man einmal unter dem Bereich Vielfalt, aber auch unter dem Stichwort eben politische Bildung sind solche Zusammenstellungen zu finden. Es gibt jetzt nicht die eine und die sind auch nicht alle gleich aktuell, aber auf jeden Fall, und selbst der Bund hat ja Datenbanken teilweise themenspezifisch eingerichtet. Zum Beispiel gibt es das Regenbogenportal, wo bundesweit sozusagen Beratungsstellen und Anlaufstellen für den queeren Bereich zu finden sind und so. Also wie gesagt, es ist fast unüberschaubar, die verschiedenen Portale und Listen, die es geradezu gibt. Aber ich glaube, mit einer einfachen Suche, da kommt noch eine Meldung über den Chat. Der ADNB, das TBB, hat im letzten Jahr ein digitales Format publiziert, schreibt Ligong Dieu von Kids. Großartig, ne? Also einfach nochmal da nachgucken beim ADNB und ja, kann man sich, glaube ich, ganz gut auf dem Laufenden halten oder immer auch ein halbwegs passgenaues Angebot finden. Genau, die GEW hat auch was veröffentlicht, so ein Überblick fällt mir gerade ein. Also das, genau, da gibt es einiges. Gibt es weitere Fragen vielleicht auch zu uns oder auch nochmal an unser Podium, unser virtuelles? Falls nicht, würde ich mit einer Frage nochmal an unsere Gäste mich richten, nämlich der Frage, wir haben es ja auch schon angesprochen, es gibt große Beschwerdehindernisse, also sei es bei uns oder auch an anderen Stellen, wissen wir aus dem Kontext Schule, dass die Schülerinnen selbst, also dass sie sich selten selbst mit ihrer Beschwerde an eine Stelle wenden, auch innerhalb der Schule, geschweige denn noch schwieriger ist der Weg an eine Stelle nach außen und auch von den Eltern ist das auch nur ein Ausblick. Darum wäre meine Frage auch nochmal vielleicht auch direkt als erstes an Mehmet, aber gerne an alle. Wo seht ihr, welche Elemente seht ihr in Schule und im Umfeld von Schule, um Betroffene mehr zu empowern? Einiges war schon genannt, wenn die Eltern lotsen, aber vielleicht gibt es auch noch mehr Elemente. Und was brauchen Eltern und was brauchen SchülerInnen, um diese Beschwerdehemmnisse zu überwinden? Wo sollten wir nochmal hingucken, um dieses sich Beschwerden nicht leichter zu machen im Kontext von Schule? Ja, also das Erste sind kompetente Ansprechpersonen, aber nicht nur kompetente, ich würde sagen kompetente und Vertrauenspersonen, das ist wichtig und das ist etwas, was mich immer wieder, dem ich immer wieder in meiner Arbeit vor Ort in den letzten Jahren begegnet bin, aber auch jetzt, also ich habe früher viel eben vor Ort an Schulen, Kitas und so weiter gearbeitet, jetzt mache ich jetzt eher Koordinierung, aber Vertrauen in der Zusammenarbeit ist sehr, sehr wichtig, weil es ja um sehr intime Themen geht dann und das hinzukriegen, das zu schaffen, ist eine sehr zeitaufreibende Arbeit im ersten zu Beginn, aber wenn es klappt, dann ist das ein Dauerzustand und das ist dann auch ein
ein Kommunikationsträger, dann wird das eben durch Mund-zu-Mund-Propaganda weitergeleitet und so weiter. Das ist das Erste. Das Zweite ist, um sich wehren zu können, um zu widersprechen, um nicht alles hinzunehmen, ist es natürlich auch sehr, sehr wichtig, was sind meine Rechte neben meinen Pflichten. Und das ist ein Manko, was ich seit zu Beginn meiner Tätigkeit, aber auch als Vater in der Schule erlebt habe. Es gibt ein Ungleichgewicht, auf der anderen Seite ein hochprofessionelles eine Institution, auf der anderen Seite Eltern, die durch die Unwegsamkeiten des Bildungssystems das richtige Ziel anvisieren sollen. Und da ist es auch wichtig, Eltern so fachgerecht, aber auch so verständlich wie möglich, aber auch Schüler über ihre Rechte und Pflichten zu informieren und dann auch zu begleiten, wenn notwendig. Und deshalb habe ich ja in meinem Kommentar gesagt, also es gibt ja immer einen Anfang und da ist es auch wichtig, auch für die Betroffenen auch, denke ich, angemessen zu reagieren und nicht gleich sich zurückzuziehen und das als eine Katastrophe zu sehen und sie dazu in dem Punkt zu stärken. Deshalb ist, denke ich, diese grundsätzlichen Informationen auch sehr, sehr wichtig. Es hatte sich Nathalie auch direkt, wenn ich es richtig gesehen habe, gemeldet. Ja? Genau, also neben dem Punkt, seine Rechte zu kennen, möchte ich noch auf ein Projekt hinweisen. Es gibt ein, zwei Projekte, die ähnlich sind. Das war, glaube ich, in NRW. Da hat eine Schule angefangen, praktisch schulische Antidiskriminierungslotsinnen auszubilden. Also praktisch die Schülerinnen selber wurden als, oder eine ausgewählte Gruppe, die Interesse hatte und sich das auch zutraute, als Ansprechpersonen praktisch ausgebildet. Und das hat doch dazu geführt, dass stärker über Diskriminierung gesprochen wurde und erste Tipps gegeben werden kann, wobei man nicht sagen kann, dass jetzt diese Schülerin die Diskriminierung dann bearbeiten soll, aber es ist, denke ich, wenn man über Fragen redet von Beschwerdesystemen an Schulen, denke ich, können, also gerade vielleicht ist es auch eine Oberstufenschule, also nicht nur, also vielleicht an Grundschulen müsste man gucken, wie man sowas implementiert, aber finde ich es einfach auch wichtig, nochmal zu gucken, dass man ja immer dieses Konzept hat des Vertrauenslehrers oder der Vertrauenslehrerin und das ist vielleicht ein Modell, was sich auch gezeigt hat, dass es nicht immer funktionieren muss sozusagen. Also ich denke, da braucht es einfach auch ganz innovative Ansätze. Das kann man auch nachlesen beim Schulwettbewerb der ADS. Da ist eben dieses Beispiel auch dann drinnen. Dann würde ich zur nächsten Frage übergehen von Jane Morgenthal. Und zwar, ich weiß nicht, ob ich es im Bericht jetzt verpasst habe, aber wie erfolgreich sind denn die Beratungen im Allgemeinen? Gab es da einen Rücklauf an ADAS? Ja, vielleicht können wir auch gleich drauf eingehen. Also wir haben also eine Art Nachsorge, Nachevaluation, wo wir ungefähr 3 Monate, je nach, also uns nochmal melden bei den Personen, die sich an uns gewandt haben, um zu gucken, wie nachhaltig war die Intervention, wie geht es den Betroffenen jetzt, hat sich was dauerhaft verbessert. Wir haben da allerdings einen sehr geringen Rücklauf, weil die Nummern sich häufig, die Kontaktdaten sich geändert haben, aber machen da eigentlich, haben im Großen und Ganzen bei denen, die wir erreichen, einen guten Rücklauf. Ich sage nur mal eine Zahl, 66% der haben von einer Verbesserung gesprochen, dass es eine Verbesserung gibt. Aber ich würde jetzt, vielleicht kann auch zu der Frage, können auch noch mal andere Kolleginnen was sagen, wenn ich das so sehe. Sandra, wolltest du dazu noch mal was sagen? Ja, ich kann das gern ergänzen. Also eine Sache, die wir eben auch bei der Evaluation merken, dass es manchmal eine Diskrepanz gibt zwischen, ich sag mal, sachlichem Erfolg und auch subjektive
Einschätzung der Ratsuchenden. Das heißt, selbst wenn manchmal wir sachlich nur ein bisschen vorankommen oder auch, wenn es schlecht läuft, gar nicht vorankommen, kann es sein, dass die Person sich eben unterstützt fühlt, dass Eltern dankbar sind, dass sie nicht alleine zum Beispiel zu einer Schulhilfekonferenz müssen, wo ihnen dann so eine Gruppe von gefühlt 20 LehrerInnen und gegenüber sitzt und sie sich da alleine irgendwie zurechtfinden müssen und natürlich auch immer sehr unter Druck stehen. Also das gibt es auch. Also alleine für uns Beraterin ist das dann auch natürlich positiv zu hören, dass wir da dann einen kleinen Unterschied zumindest machen konnten. Und vielleicht kann ich auf die zwei Fälle, die ich präsentiert habe, nochmal eingehen, weil also ich will dann immer wissen, wie ist es denn weitergegangen, wie ist der Fall geendet. Und vielleicht geht es ja der Fragestellerin jetzt hier auch so. Und zwar war es so, dass wir bei dem zweiten Fall, wo es um das allgemeine Kopftuchverbot an der Schule ging, da konnten wir bewirken, dass das rausgenommen wurde. Und bei dem ersten Fall war es so, dass eine deutliche Verbesserung der Schulsituation des Jungen hervorgerufen werden konnte. Und zwar einerseits, es stellte sich raus, dass er hochbegabt war, dass er da individuell durch seine Eltern sehr gefördert werden konnte, beziehungsweise die haben diese Prozesse dann eingeleitet im privaten Rahmen. Und dadurch, dass wir der Schule auch manches gespiegelt haben, was vielleicht nicht gut gelaufen ist, beziehungsweise wo man pädagogische Maßnahmen noch überhaupt nicht ausgeschöpft hat, dass da dann auch das besser lief. Und was ich immer wieder merke, dass manchmal jemand von außen kommen muss, um die Kommunikation zwischen den zwei PartnerInnen, also Elternhaus und Schule, ich sag mal, wieder so ein bisschen anzuschubsen oder überhaupt erst ins Laufen zu bringen. Also das ist manchmal rechts, in Anführungsstrichen, schon wenn man das macht. Genau, also so viel so zu den verschiedenen Möglichkeiten, die uns da in der Beratung erwarten. Dann gehe ich weiter zum nächsten. Einen Moment, Entschuldigung, ich hatte vorhin gesehen, dass Conny Hendrik sich noch gemeldet hatte. Vielleicht, wenn das noch, dann nehmen wir das vielleicht noch dazwischen, bevor wir zur nächsten Frage kommen. Ich zieh zurück, weil wir sind jetzt an einem anderen Punkt. Okay. Gut, Armine. Von Anna Müller kommt die Frage, begleitet ADAS auch länger andauernde Schulentwicklungsprozesse oder findet nur eine Beratung in konkreten Fällen statt und würdet ihr danach an andere Projekte für die Schulentwicklung verweisen? Genau, wir sind sozusagen die Feuerwehr. Wir begleiten solange, also im Prozess, die Betroffenen, die sich an uns wenden und diese Prozesse der Begleitung und Unterstützung, dass die Diskriminierung, die vorgekommen ist, abgebaut wird oder nicht mehr vorkommt oder was ansteht, das sind zum Teil ziemlich lange Prozesse. Also wir haben sehr komplexe Fälle und diese Form von Prozess, also diese Beratung, was Teil der Beratung ist, das bieten wir den einzelnen Personen. Aber Schulen, also Prozessbegleitung für Schulen bieten wir nicht an. Es gibt ein paar Träger, die das tun. Herr Conny Hendrik hat genau iPad und RAA bieten das an. Und er hatte ja auch darauf verwiesen, dass es da einen ziemlich großen Bedarf gibt, der also auf die Träger schon ganz schön eingedeckt sind. Da kann ich vor dem Hintergrund auch sagen, es gibt auch eine Reihe Schulen, die sich an uns gewandt haben, die sich vernetzt haben. Also das haben wir dann nur bereitgestellt, die sich vernetzt haben als Netzwerk und jetzt an dem Thema auch arbeiten, dem Prozess eine diskriminierungskritische Schulentwicklung sozusagen an ihrer Schule implementieren. Aber genau, aber wir als ADAS selber haben jetzt keine Mittel, um Schulen begleiten zu können, kriegen viele Anfragen und gucken dann nach dem guten Angebot oder wo noch ein Platz frei ist in der Stadt, um das dahin zu verweisen. Dann würde ich übergehen zur nächsten Frage, auch von SUSA-Zentrum nochmal. Gibt es Best-Practice-Erfahrungen, Beispiele? Was an Schulen hat eine diskriminierungskritische Arbeit unterstützt? Ich gebe vielleicht die Frage mal rum. Ich glaube, ein Beispiel hatte Nathalie ja genannt. Und ich glaube, es gibt viele Beispiele, aber ich würde vielleicht noch sagen, in dem Kontext ist ja auch dauerhaft gut, wirklich ein Monitoring zu haben, weil das auch um nachhaltig das eine ist. Wir haben ja Maßnahmen, wir haben ja auch
Projekte in der Stadt und zu gucken, was funktioniert als Best Practice dann wirklich nachhaltig gut. Aber würde jetzt auch nochmal in die Runde geben, da gibt es vielleicht auch nochmal Ideen zu Best Practice. Ich kann nur vielleicht ganz kurz sagen zum Thema diskriminierungskritische Schulentwicklung, was unsere Erfahrung ist, also auch wenn wir das selber nicht anbieten, ist, dass wir bei einigen Bausteinen, wo es sehr konkret zum Beispiel das Thema schulinterne Beschwerdemechanismen, da gibt es ja einige, die daran arbeiten, auch schon länger in Schulentwicklungsprozessen, wir da noch, denke ich, ganz stark in der Entwicklungsphase sind. Und da gibt es viele Schulen, die jetzt dran arbeiten oder eine Reihe Schulen, die dran arbeiten, aber jetzt so das eine Best Practice, wo es hundertprozentig, was wir schon zeigen können und sagen können, so funktioniert. Wir haben, sage ich mal ganz kurz selber, in einem anderen Projekt einen Schulentwicklungsprozess gehabt war nicht so zufrieden, sage ich mal, aus einer diskriminierungskritischen Perspektive und würden das jetzt auch nicht als Best Practice direkt so weiterempfehlen, sondern sind da noch im Entwicklungsprozess. Und ich denke, dass die Zeit müssen wir uns an vielen Stellen auch noch lassen, weil es einfach wirklich komplexe und schwierige Themen sind. Und es wird am Ende vielleicht auch nicht für allen Schulen genau dasselbe rauskommen. Aber da hinzukommen, so Bausteinset zu haben, Dinge, wo es schon läuft. Aber ich denke, der Punkt ist wichtig, da in absehbarer Zeit auch mehr nochmal an die Hand geben zu können und zu entwickeln für die, die interessiert sind von dem, was da schon entwickelt wird. Und ich sehe eine Meldung von Conny Hendrik dazu. Ja, die Frage, was gut funktioniert, sind ja nicht immer notwendigerweise sozusagen Maßnahmen, sondern manchmal ist es ja einfach eine Haltung. Die Frage ist auch, wie gehe ich eben an solche Situationen heran? Und da können mich vielleicht die Kolleginnen, ich sehe gerade Marion Seidel hat ihren Monitor eingeschaltet, die Kolleginnen aus den SIBUZ auch nochmal berichten aus ihren Erfahrungen, wie eigentlich solche Prozesse, Beratungsprozesse auch gut zu gestalten sind und welcher Blick, welche Perspektive hilfreich ist. Meine Erfahrung ist, dass es insbesondere der Blick nach vorn ist, der hilft, weil eben oft die Geschehnisse in der Vergangenheit sich gar nicht aufarbeiten lassen. Ja, das heißt also, das, was passiert ist, sozusagen kann man erstmal zur Kenntnis nehmen und auch sagen, hört sich nicht gut an, fühlt sich mit Sicherheit auch nicht gut an und tut mir leid, ja, wenn ich diese Beratung sozusagen begleite. Aber was können wir jetzt tun? Wie können wir rauskommen aus der Nummer? Dann halt gucken, was hilft, um sozusagen einmal die Person selbst zu stärken, aber eben auch diese Knoten, die ja manchmal da entstanden sind, zu entzerren. Welche Maßnahmen sind das? Also ich würde sehr gerne übergeben, wenn einer der Kolleginnen aus dem SIBUZ da mit den vielen, vielen Erfahrungen, die ja vorliegen, aus den Beratungen da noch ergänzen könnte. Ja, genau. Marion Seidel hat auch die Kamera eingeschaltet. Genau, gerne. Ja, hallo von mir erstmal. Ich dachte, wenn ich schon den ganzen Abend zuhöre, möchte ich auch was sagen. ich wäre jetzt weniger auf diese Einzelgespräche eingegangen. Da führen natürlich unsere Kolleginnen aus dem Fachbereich Schulpsychologie ganz viele Einzelgespräche, wenn es darum geht, dass es Kindern und Jugendlichen schlecht geht in verschiedenen Konfliktsituationen. Da sind wir sicherlich ganz, ganz viel im Gespräch und dran. Weniger jetzt auf der politischen Ebene als wirklich im konkreten Fall und auf der Suche nach Lösungen. Weil ich mich eingeschaltet habe, habe ich eigentlich mehr anknüpfen wollen nochmal an dieser Schulentwicklungsfrage und würde das aufnehmen, was Conny Hendrik Schillicke ja auch schon gesagt hat, wenn jetzt die Schulen unterwegs sind, in den nächsten Jahren Schutzkonzepte zu erarbeiten, was ja die Aufgabe sein wird. Ne? Der Handlungsleitfaden Kinderschutz ist neu aufgelegt worden. Da wird es jetzt noch eine Handreichung geben, wie Schulen jetzt Schutzkonzepte erarbeiten. Ich denke, das ist ein Thema, wo Antidiskriminierung auch wirklich großteils wieder mit reingehört, wo wir gucken müssen, dass wir es mit unterbringen. Ich denke, die Schulen haben sicher das Problem, im Moment ist Corona-Pandemie, alle wissen sowieso noch nicht, wie sie da durchkommen und dann rutschen verschiedene Themen, die natürlich genauso wichtig sind, aber etwas in den Hintergrund und man kann daran nicht weiterarbeiten, ja, also weil die Schule im Alltag einen einfach so viel beschäftigt mit den sich ständig wandelnden Hygienevorschriften und,
Das muss sich ja jetzt bald wieder beruhigen. Ich hoffe, dass das nächste Jahr etwas ruhiger wird und wir auf verschiedenen Ebenen wieder mehr an diesen verschiedenen Sachthemen arbeiten können und auch wieder zielgerichteter arbeiten. Sie wissen, wovon ich spreche, Frau Egane in Neukölln. Wir kommen ja gar nicht so richtig voran mit dem, was wir seit Jahren weiterentwickeln wollen. Wir haben schon viele Pflöcke eingeschlagen, aber da ist noch viel zu tun und da können wir sicherlich den Faden wieder aufnehmen. Ich denke, ja, das war mir jetzt nur wichtig nochmal, was neu aufgetaucht ist, dieses Konzept, diese Konzeptentwicklung, dass alle Schulen an Schutzkonzepten arbeiten und das ist ganz bestimmt Schulentwicklungsarbeit. Und da werden die Schulen sich Träger suchen, da werden sie sich Unterstützende suchen. Da sind teilweise wir als SIBUZ mit dabei, um etwas zu vermitteln. Da wird, glaube ich, ganz, ganz viel passieren, gerade was so im Hinblick auf Demokratieentwicklung, der Einzelpersönlichkeit, Kinderrechte stärken. Ja, ja, ich glaube, da wird sich ganz, ganz viel bewegen. Und vielleicht ist das so der Einstieg, das Thema Diskriminierungsschutz damit unterzubringen, weil es ja im Alltag immer ein bisschen schwierig ist, das so als Thema anzubringen. Das hat immer so was Anklagendes. Hier werden alle diskriminiert und dann denken alle, ich diskriminiere doch gar nicht. Was mache ich denn? Ich verhalte mich pädagogisch. Und da die Brücke zu schlagen und zu sagen, okay, was ist daran das Diskriminierende? Das verstehen wir dann auch. Wir suchen aber nach Lösungen und wir suchen nach individuellen Lösungen und das auf einer guten, tragfähigen politischen Ebene. Und ich glaube, das ist ein guter Einstieg in dieses Thema für viele Schulen. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich denke, das ist auch nochmal ganz wichtig, was auch unsere Erfahrung ist, ist die Verzahnung des Themas mit den ganzen, also die Bezugspunkte zu den anderen Themen, die in Schule sind, also auch für die Schulakteurin und darum mit der Aufnahme in das Konzept, das aufgelegt wird, vor dem Hintergrund sind wir auch schon in Kontakt. Also, dass das jetzt auf dem Schirm ist, das gehört da rein, das ist angekommen. Das ist schon mal, denke ich, ein sehr, sehr schöner Schritt. Und wir erleben ja auch, dass was eine Entwicklung, dass Schulen auch auf uns proaktiv zukommen. Wir sind aber noch gar nicht, die dann da Fortbildungsangebote machen. Aber diese Entwicklung als ein Element von Schulentwicklung genau, das denke ich, darum wollten wir das auch mit dem Begriff der Architektur, Antidiskriminierungsarchitektur aufgreifen. Es braucht ganz viele Schultern, ganz viele Akteurinnen, nicht die gut verzahnt zusammenarbeiten an den verschiedenen Ecken. Und es gibt nicht die eine Person, das eine Amt, die eine Stelle, die da tätig wird und den Hebel hat, bis umzulegen gilt. Und ich denke, auch nochmal wichtig ist, dass, was Conny Hendrik nochmal stark gemacht hat, das Thema Anerkennung. Das merken wir auch in dem Moment, wo die Schulen oder eine Schulleitung einfach anerkennt, Diskriminierung ist ein Thema. Wir müssen es irgendwie aufnehmen, dann ist das schon ein ganz wesentlicher, zentraler Schritt, um das besprechbar zu machen, um es sichtbar zu machen und nicht mit Tabuisierung zu arbeiten, weil Schule wie jeder andere Teil der Gesellschaft es kommt Diskriminierung vor. Diskriminierung sind Themen, die nicht bestimmten politischen Spektrum, die quer in der Gesellschaft stattfinden und Schule ist genauso ein Raum. Und nur so die Schulen, das merken wir, wo dann von der Leitungsebene, wo es so einen Anerkennungsprozess gibt, die machen sich ja dann auch auf den Weg und gucken, wie können sie das einbinden. Wie gesagt, jetzt ist Corona nochmal dazugekommen, was Prozesse zum Teil natürlich in den Schulen völlig verändert hat, aber auch nochmal ganz andere Diskriminierungsrisiken aufgetan hat, also Risiken, die schon vorher bestanden. Darum wird das Thema, vermute ich, dann, wenn der Schulbetrieb jetzt wieder losgegangen ist und die Schulen wieder ein bisschen zum regulären Betrieb zurückkehren, nochmal ganz, ganz neue Herausforderungen bringen, auch gerade auf der strukturellen Ebene. Das wird also auch nochmal ein Thema werden. Und wir haben es ja auch gemerkt, dass Beratungszahlen auch eher zugenommen haben. Wir kommen jetzt so dem Ende der Veranstaltung. Wir sind auch schon Punkt 6. Darum, wenn es noch Fragen gibt, Themen zu diskutieren, freuen wir uns natürlich auf jede Rückmeldung. Wir laden Sie herzlich ein, den Bericht auch dann runterzuladen. Genau, sehe ich mal hier.
Genau, laden Sie herzlich ein, den Bericht runterzuladen und weiter mit uns im Kontakt und im Gespräch zu bleiben in der Entwicklung von Berlin mit einer gut ausgestatteten Antidiskriminierungsarchitektur. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei allen Gästen, bei allen Teilnehmenden. Freue mich auf eine weitere Zusammenarbeit an einem so wichtigen Thema für unsere Stadt. Ganz herzlichen Dank und allen noch einen schönen Abend.